Na, das heißt Gameblamer, du bist live auf Twitch, mein Lieber. Laber keine Scheiße, Alter. Natürlich. Ich bin auf dem Gameblamer-Stream. Ja, bei Alter, Twitch. was geht ab, Gameblamer? Oh mein Gott, ey, Kevin kommt nicht auch, Alter, und dann geht's wirklich Party gemacht. Was läuft? Ja, Moment, Moment, Moment. Also, ich habe mir das so vorgestellt, ja. Ich habe es gerade Ja. auch auf meiner Facebook-Seite gepostet. Leute können mich über Skype anrufen und können über irgendwelchen Kram reden, über den sie reden wollen. Ja. Naja, und je nach Andrang, sage ich mal so Viertelstunde oder so, quatschen. Auf jeden Fall. Bin ich dann immer noch drauf, während du die Fragen beantwortest, oder soll ich dann aus der Konfi lieben? Ja, dann, also spätestens, wenn jemand anders anruft, ne, und wir haben die Viertelstunde voll oder so, dann muss ich natürlich mal gucken, dass ich dich rauskicke, mein Lieber. Ja, kein Ding. Kein Ding, Alter, ohne Scheiß. Also, Ja, war ja dein Vorschlag, ne? okay. Ja, warte, Gameblamer, ich muss eben was schauen. Ich bin sofort wieder da. 10 Sekunden, okay? Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Du musst Bitte, jetzt nur 5 bleiben. Sekunden. Nee, Nur 5 du Sekunden, musst Alter. jetzt bleiben. Komm, zieh die Hose Okay. schnell hoch und dann ist gut. Okay, mach ich. Ja, ich weiß nicht, was ich dich jetzt fragen soll. Ohne Scheiß, ich habe keine Ahnung, Mann. Ja, du hast das doch vorgeschlagen, Fragen stellen und beantworten. Ja, eben. Ey, Alter, voll geil, Mann. Ey, Gameblamer, warum überraschst du mich so nachts? Ja, Samstagabend, nichts los. Boah, Alkohol ja. stimmt. Ja, Mann, ey, ich wollte heute eigentlich auch noch saufen gehen, aber keinen Bock gehabt, ey, ohne Scheiß. Ja, so, ja, ich kann ja schlecht, ne? Ich kann ja nicht mit dem Gips rumrennen und gleichzeitig feiern gehen. Das finden die Ja. Mädchen auch nicht so attraktiv, glaube ich. Ja, Mann. Ich, weißt du, hier um die Ecke ist so eine Kneipe und da geht heute so eine 1-Euro-Party. Und da sind die ganzen Hazis jetzt da, da habe ich auch keinen Bock drauf, ohne Was ist Scheiß. denn ein Euro? Die Getränke oder die Mädels? Beides. Ja, keine Ahnung, Alter. Also auf jeden Fall hätte ich dann auch Party machen können, aber ich zock gerade Black Ops 1, versuche die ganze Zeit ein Video aufzunehmen, aber ich verkacke jede Runde, Oh. deswegen habe ich keinen Bock mehr. Ja. Ich habe dir gerade auch schon eine Nachricht geschrieben und wollte nachfragen, ob du Bock hast zu skypen? Und dann rufst du mich einfach so an aus heiterem Himmel, Alter. Ja, ich bin halt, ne, spontan. Ich habe mir gedacht, jetzt ist sowieso, ne, ich wollte sowieso schon lange mal so eine Talkrunde starten, so à la Domian, weißt du, das wäre total cool, wenn Leute mich anrufen und mit mir über irgendwelche Probleme reden. Fände ich total geil. Ja, Mann. Darf man zwar Ist nicht echt ganz so. so ernst nehmen, aber. Ja, ich habe eine Menge Probleme. Zum Beispiel Gameblamer, ja, ich habe letztens geschissen und die Kackwurst war größer als mein Arschloch und jetzt blute ich immer und. Ja, nee, also sowas nicht. So eine kranke Scheiße muss dann kommen. Aber bei diesen Domian rufen noch ganz viele Leute an, die immer sagen: Ey, was soll das, du Wichser und so ein Scheiß? Da gibt's ja voll die ganzen Sachen. Bist du etwas schwul? Ja, genau. Nee, ich find, also ganz ehrlich, ich bekenne mich mal dazu, ich höre ja sehr viel Domian, ne? Vor allem halt bietet sich ja an, wenn ich Nachtschicht habe. Ja. Was da manchmal für kranke Leute anrufen. Ne? Da war einer, der hat beim Friseur gearbeitet und der hat immer die ganzen Haare, die er geschnitten hat, hat er abends dann zusammengefegt, in Tüten gemacht, mit nach Hause genommen. Die hat er in die Wanne reingeschmissen, Wasser rein und hat er sich da reingelegt. Das hat ihn sexuell erregt. Oh mein fucking Gott, Alter, ohne Scheiß, das ist so widerwärtig, Super, Junge. super krank. Oder da waren schwulen Pärchen. Also ich muss dazu sagen, ich habe nichts gegen Schwule, aber Ja, das natürlich nicht. so. Also, ich will dir nicht ins Wort fallen. Also, ich habe nichts gegen Schwule, aber wenn die mich anfassen oder so, dann hört der Spaß auf. Oh, dabei wollte ich dich bei der Gamescom von oben bis unten anfassen. Ja, bei dir, Digga, bei dir ist das was Nee, anderes, Mann. Habibi! dann ist gut. auf jeden Also, wir Fall. haben jetzt. Entschuldigung, fahr du fort. Ja, das war so ein schwulen Pärchen und die haben einen Taucheranzug sich geholt. Ja. Und dann hat der eine den angezogen, hat da reingepinkelt und reingekackt und der andere hat sich den danach angezogen. Das hat die geil gemacht. So Leute rufen bei Bah, Domian an. Alter. Junge, was rufen da für kranke Leute an, ohne Scheiß? Ey, das ist so widerwärtig, ne? Ich habe Ohne keine Scheiß. Ahnung. Das Ekelhafteste, was ich gehört habe, ne? War ein Kumpel von mir, der heißt Janik, und er meint das, ohne Scheiß jetzt, ne? Es ist ja schon 10:30 und ich glaube, ich kann sowas sagen, Alter. Der stand darauf, ne? Ohne Scheiß. Soll ich dir mal was erzählen, Gameblamer? Ja, erzähl, schieß los, dafür ist die Sendung heute da. Also, das Niveau wird jetzt richtig tief sinken, Digga, das weißt du, ne? Ja, das macht nichts, das bin ich gewohnt mit dem Skypen bei dir. Ich sag nur letztes Mal, aber darüber gibt es jetzt keine Auskunft. Auf jeden Ja. Fall meint er das. Er findet das voll geil, wenn die Muschi seiner Freundin nach Fisch riecht. Oh. Puh, ist Ey, das so irgendwie habe ich ekelhaft, ne? geahnt, dass jetzt sowas kommt. Ey, das ist so Irgendwie. ekelhaft, Junge. Ich weiß noch, ey,
Darf ich jetzt noch ein paar Geschichten zu erzählen oder wie läuft das hier? Ja, aber versuche ein bisschen Ja. Gentleman-like das Ja, okay. auszudrücken. Ich weiß noch so, ich war damals bei meiner ersten Freundin und wir haben gepimpert, ne? Wir haben richtig hart gepimpert, Alter. Und das Ding war, ich hab mich so die ganze Zeit überlegt, was riecht hier so nach Hundefutter, ne? Ohne Scheiß, was stinkt hier so widerwärtig nach Hundescheiß, Alter? Und dann habe ich ja so überlegt, ne? Und dachte echt, das ist ihre Pussy, Mann. Und da wollte ich dich mal fragen jetzt, ne? Was hältst du von stinkenden Muschis? Was denkst du davon? Also ganz ehrlich, ich rieche ja mit dem Dingen da unten nichts, ne? Von daher ist mir da total wurscht, solange sie dann nicht von mir verlangt, dass ich da irgendwelche anderen Boah. Tätigkeiten mit Gesichts, ne, weißt, was ich meine. Also Ja, ansonsten, haut mal rein. ja, pff, solange ich es nicht rieche, ist es mir eigentlich Hulle. Und ich meine, manche Frauen, ne, die können ja noch nicht mal was dafür. Das heißt ja noch nicht mal, dass es ungepflegt ist. Es gibt ja wirklich Frauen, die riechen da unten einfach Ja. schlecht. Ich weiß nicht, woran das liegt, Alter. Irgendwie generell alles, was aus der Natur kommt, riecht nach Scheiße. Du Ja, musst nee, mal. also ich kenne auch welche, die haben gut gerochen. Wenn ich das mal so sagen darf hier. Ja, natürlich darfst du, Alter. Ohne Scheiß. Ja, Mann. Guck mal, Ey, das ist. wir haben jetzt schon 7 Zuschauer. Ja. Ne, also ich will nur mal eben sagen an die Zuschauer, also ihr könnt mich wie gesagt bei Skype anrufen, Gameblamer, könnt mir euer Herz ausschütten und dann mir Fragen stellen. Und ihr könnt, genau, Deadliest World bist du das, was? Bursty Energy schreibt schon im Chat. Ihr könnt im Chat hier bei Twitch, könnt ihr schreiben. Das Ja. sehe ich natürlich auch. Ja, übrigens an Burst Synergy. Ich glaube, das ist der Marvin oder der Justin. Ja, ich bin's, meine lieben Freunde. Gamelamer, ich denke, wir haben noch 7 Minuten, oder? Also, du nimmst für das Post-Zuschauer 15 Solange Minuten, sagt. keiner anruft, können wir quatschen. Ist kein Ding. Boah, geil, Da Alter. können wir Ohne auch über Scheiß, die du. 15 Minuten. Digga, du. Ohne Scheiß, du versüßt gerade meinen Samstag, Alter. Meine lieben Freunde, Skype mit dem Gamelamer. Es gibt nichts Besseres, Mann. Weißt du noch beim letzten Anruf, Alter, wie wir da gelacht haben? Ich muss heute noch drüber lachen, ne? Ja. Ohne Scheiß. Ja, aber das ist was, das kann man nicht live ausstrahlen. Nee, nee. Ich muss gerade überall, immer wenn ich mit dir skype. Nicht falsch stellen, aber da kommen immer irgendwie solche Themen, Alter. Weißt du noch, das letzte Thema, worüber wir da geredet haben, das war echt widerwärtig, ohne Ja, Scheiß. das weiß ich leider. Ich habe auch Albträume gehabt. Ich auch. Hast du was dagegen, wenn ich den Kevin dazufüge? Nö, ach. Ne? Ja, kann. Ich kann eben noch, warte, eben mal Pony 13, ob ich einen Twitch-Stream mache. Ja, das hat ja auch der Delia geschrieben, der Delil. Ja! Und deswegen, jetzt bin ich ja hier. Ich höre doch meine Abonnenten und Fans und so. Und dann mache ich das, wenn ich Zeit habe. Ist doch kein Ding. Kannst auch anrufen, Pony. Ruf mich an. Jeden Fall. Das Ding ist ja, Gameblamer, ich musste mal echt was lassen, ne? Du bist einer der korrektesten YouTuber, die ich kenne, weil ich schwör's dir, es gibt YouTuber, die genauso groß sind wie du und trotzdem nicht mal den Fans antworten und so. Das finde ich immer richtig geil von dir, dass du wirklich auch immer beantwortest, so gut du kannst und so. Das rechne ich dir echt hoch an, Alter. Ohne Scheiß. Ja, musste ja. Guck mal, wir werden ja nicht an. Also ich wäre jetzt ja nicht da, wo ich jetzt bin, auch wenn das jetzt nicht allzu hoch ist, wenn ich nicht mit der Community arbeiten würde. Ne, ich meine, ich mache doch die Videos, damit Leute dazu was sagen. Und es wäre doch Blödsinn, wenn ich mir die Kommentare durchlese und darauf nichts erwidere. Das ist totaler Quatsch. Und ich finde, man muss immer für seine Fans oder Abonnenten muss man da sein. Das ist eine Ja, Grundvoraussetzung. das ist richtig nice von dir. Das Ding ist ja auch, ne? Ohne Scheiß, immer wenn ich was auf deine Pinnwand poste, da steht Gamelamer gefällt dein Beitrag, dann weiß ich, er hat sich das durchgelesen, Alter. Er hat es zur Kenntnis genommen. Und das erfüllt immer so mein Herz mit Wärme, verstehst du? Ey, eine Frage, Pass auf, dass gestern es als nicht du. zu warm wird. Nein, pass schön auf, mein Freund. Auch gestern, wo du den Livestream mit Scoom TV hattest, ne? Da hab ich was in die Kombi geschrieben und du hast dann 2 Minuten danach so richtig dreckig gelacht. War das wegen meinem Kombi? Ich habe dann nämlich geschrieben, Gameblamer, warum wirst du so süß wie eine Ja. Erdbeere, wenn du lachst und so ein Scheiß, musstest du Warum werde ich deswegen so lachen? rot wie eine Erdbeere? Ja, ich hab's gelesen. Ich hab's Ich musste. verfolgt. Ohne Scheiß. Ich musste einfach immer schreiben, Gameblamer, Gameblamer. Damit du einfach weißt, wir sind dabei, Alter. Wir sind dabei. Ja, das ist ja auch schön. Das gibt ja auch einem so eine Bestätigung so von wegen, ja, ne, es kommt an. Leute finden das gut. Und Ja, Mann. bei dir und Kevin, ne, da überrascht mich ja nichts mehr. Ja, ist so. Ich weiß Oh, nur. danke schön, Game Lemmer. Ey, er ist auch da. Ja, bitte, Kevin.
Ich weiß noch, ne? Ich und Kevin haben dieses Cala-Ratjada-Video gesuchtet. Wir gucken so, warte, wie lange war das? 15 Minuten, halbe Stunde, keine Ahnung. Und wir so, ja, Kevin, komm, hol Cola und such neues Gameblamer-Video, ne? Es war so um 14 Uhr oder so, wir kommen gerade von der Schule, erstmal Gameblamer gucken. Und auf einmal sagst du dann so, ja, ich möchte mal Dill und Kevin nochmal grüßen. Ohne Scheiß, du weißt nicht, wie laut wir waren. Wir haben uns so gefreut, Alter. Ja, das haben wir jetzt wieder wir so lange geguckt. Das war ab der 7. Minute und 31 Sekunden. Ja, Also genau. ganz genau, wann das war. Ja, Das war ihr so habt geil. ja, ja, ihr fallt halt am meisten unter meinen Videos auf. Ihr kommentiert ja alles. Ich könnte ein Video machen, wie ein Sack Reis umfällt. Ich weiß ganz genau, einer von den Kommentaren, Delil oder Kevin. Ja, ist so. Ich habe alle deine Aber Videos geguckt, Gameplay. Gamer, hast du auch verdient, ne? Deine Videos sind echt Hammer, Mann. Ganz ehrlich. Ach, danke. Ah, Moment, ich muss mal eben. Pony 13, ja, das habe ich mit dem Livestream, das habe ich nicht so. Ich weiß nicht, ob du mir das in den Kommentare geschrieben hast oder als Nachricht, da bin ich mir jetzt Den nicht ganz Kommentar. sicher. Du kannst sowas einfach als Beitrag bei mir auf der Seite posten, das ist kein Ding. Weißt du, und dann kann ich das einfach großziehen, dass das auf meine Hauptseite kommt. Das ist absolut kein Problem wegen sowas, weil der Pony, ich glaube, das ist der Lennart, der hat heute einen Livestream gemacht. Und ja, wenn ihr sowas habt, postet das auf meine Seite. Mein Gott, ich habe da nichts gegen. Da wird sowieso so viel Scheiß drauf gespammt manchmal. So. Da hat einer letztens, ich weiß nicht, 5000 S oder sowas einfach in einem Stück geschrieben und dahin gepostet. Sinnlos. Aber wenn er Spaß dran hat. Und Weißt Untied Day LP, ja, du kannst mich im Skype einfach anrufen. Ich meine, wir können das auch hier noch größer machen. Solange Platz ist in der Konferenz hier, ziehen wir einfach die Leute rein. Können wir auch so machen. Ist mir wurscht. jeden Fall. Je Wäre auch mehr krass, wenn Leute, andere umso YouTuber lustiger. dabei sind. Wäre auch krass, Ja, wenn andere klar. YouTuber dabei sind. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Gameblamer, ich habe mal eine Frage an dich, ne? Ja. Kennst du diese Knechte, die dich ständig anschreiben oder unter deinem Video schreiben, hey, du hast tolle Videos, wie wär's, wenn wir uns gegenseitig abonnieren und mal was zusammen starten? Uah. Was? Ohne Scheiß, ne? Ich stell mir das immer so vor, wie arm muss man sein, um solche Leute zu fragen? Ich finde das immer richtig armselig, Ja, ohne Scheiß. ich glaube nicht, dass das mit Arm zu tun hat. Ich glaube, das ist einfach so ein Phishing nach Aufmerksamkeit, weil Aufmerksamkeit bei YouTube zu kriegen, wenn man jetzt anfängt, ist halt verdammt schwer geworden. Ist so, Und ist so. weißt du, man kriegt ja schon Aufmerksamkeit, einfach was Konstruktives unter irgendein Video schreiben. Wie zum Beispiel ich bei Elo Twix hier dein Let's Play ist scheiße. Weißt du, Ja. irgendwie sowas, ne? Das fällt Ja. auf, Leute gucken, da musst du nicht noch extra schreiben, komm, abonnier mich. Finde ich Ja. blödsinnig, weil ich. Sag ganz ehrlich, ich abonniere wirklich auch nur, was mir gefällt. Wenn jetzt jemand schreibt, abonniere mich, gut, ich guck mal kurz vielleicht rein, aber das bringt denjenigen auch nicht weiter, wenn der Content scheiße ist. Ja, ist Ja, so. schlimmer sind noch diejenigen, die einfach unter so einem großen YouTuber einfach deren Channel da einfach so einen Link da reinposten. Dann schreiben, ja, abonniert mich mal hier. Wir können nur auf YouTube. So, wartet mal, Diese Spammer. ich hab den Tim hier reingezogen. Ich denke mal, das ist Tide Day LP. Tim, du musst auch abnehmen. Wenn er das jetzt gerade sieht. Von bluegaming.de. Das ist übrigens, die machen so Reviews und so ein Kram. Die Ja. haben eine richtig gute Homepage. Den habe ich irgendwo kennengelernt. Ohne Scheiß, ich habe heute auch mit meinem Kumpel kurz drüber geredet, den Yannick, der postet ja auch auf das, was unter deiner Seite. Und, Warte mal, ich nehme den mal eben an und ziehe den rein. Einen Moment, bitte. Warte, ich ziehe dich eben in die Konferenz rein, wenn das jetzt geht. Warte. Geht das so? Warte. Hallo? Ja, warte, ich will dich in die Konferenz reinziehen. Ich weiß jetzt nur nicht gerade, wie ich Okay. das hinkriege. Okay. Warte. Na, jetzt will ich dahin zurück. Ah, das klappt wieder alles nicht so, wie ich will. Och Mensch, nicht so schlimm. Ah, warte, möchten Sie Kontaktdaten? Nee, die Kontaktdaten nicht. Ah, wie komme ich denn jetzt in den anderen wieder rein? Hab ich dich da rausgekickt? Warte, nee, ich leg jetzt noch mal auf und zieh dich dann rein, okay? Okay, ja, bis gleich. Jo. So, Anruf. Ah, so, Moment, jetzt ziehe ich den rein. Jetzt müsste das klappen. Hoffe ich, denke ich, glaube ich. Ich glaube, das wird eine chillige Runde heute, meine lieben Freunde. Ey, irgendwie, warum klappt das nicht? Warte mal, Warte, dann kann der Tim ja mich ändern, ziehe ich ihn mal rein. Vielleicht klappt das ja dann. ich weiß nicht, ob der so geedit werden möchte. Sag mir doch einfach mal, wie das geht. Ja. Weißt du, du siehst ihn an deiner Kontaktleiste und ziehst ihn einfach in die Konfi dann. Einfach sein Name, Linksklick halten und dann rein.
Ja, das Einfach mache ich. reinstecken Gameplay immer, so wie sich das gehört. damit kenne ich mich nicht aus. Ah, jetzt. Nee, nee. Guck mal, Hallo? jetzt. Hallo? Ah. Hallo, Tim. Hallöchen! Falsche Straßenseite, mein Lieber. Hallo! Hä? Wieso falsche Hallo! Straßenseite? Kennst du das nicht von Buddy Ögün? Falsche Straßenseite? Das sage ich schon den ganzen Tag, ohne Scheiß, zu Fahrradfahrern in der Stadt heute. Die haben mich so komisch Nee. angeguckt. Ja, du Ja. hast es ja eben schon erwähnt, ne? Erinnerst du dich noch an mich? Wir Ja, haben uns mal bei der ich erinnere Gamescom getroffen. mich. Ja, erinnere ich Ja, mich. ja, Ja, ich weiß. Du wolltest auch mitmachen, eigentlich bei Gameblamer versus die Welt, ne? Damals. Ja, genau. Genau. Ja, das wurde ja leider nichts. Da wurden ja Klicks gekauft, ne? Auf ein Video. Was? Wie? Ach so, ja, da hat irgendjemand Videos drauf, Dingens drauf gekauft, ja. Guck mal, jetzt quält auch schnell der nächste wieder mit rein hier. Ja, Game, so ist das, wenn man mit Deadliest World in einer Skype-Konferenz ist, ne? Ja, Ja. das sind alles deine Oh, Abonnenten. Two-Face. Die sind alle wegen mir hier. Warte mal, ich muss den mal eben auflegen und Der dann Yannick ziehe ich schaut den gerade zu und rein. fragt, ob er rein kann. Yannick, nein, du Bastard. Du Nee, kommst nicht den rein. mag ich nicht. Nee, Den ich mögen auch alle nicht, nicht. Gamer. Nee, der ist, nee, der nervt, der nervt. Wir mögen uns Friesen nicht, Yannick, weil die alle Lachs mit Remoulade essen. Du weißt So, Bescheid, mein Moment, Freund. Julian Weise hat jetzt hier geedit. Will der auch rein? Ich bin mit. Ja, er will auch rein. Ja, Leute, legt noch mal kurz auf. Ich ziehe euch dann alle nach und nach rein. So, abgelehnt. So, Kanali möchte rein. Kanali ist auch ein großer Fan von mir. Ja? Kanali. Ja, Mach mal Ken. das K vorne weg und das I am Ende. Nee, C. Anal. Ken Ali. Ja, Tim, wie kommen wir zu der Ehre? Ja, also wie komme ich zu der Ehre, muss ich ja eher antworten, wa? Nee, also keine Ahnung. Du hast es ja gepostet. Ich hatte Bock, da hier mitzuquatschen ein bisschen. Irgendwie für 10 bis 20 Minuten, wenn nicht davon. Und ja, keine Ahnung. Ich hatte da Bock drauf. Ja, dann quatsch mal los. Was hast du denn so zu erzählen? Kannst auch ruhig Werbung für dein Blue Gaming machen. Wieso nicht Red Gaming, mein Lieber? Weil Einhörner nicht existieren. Okay, das war eine verdammt schlaue Antwort, mein Freund. Ja, Aber ich wie dachte, immer. Einhörner essen nur Ja, Brot. okay. Was ist das für eine kranke Was? Konversation jetzt gerade, Alter? Game, neue Doku hier. Nicht mehr Kackvogel, sondern hier Einhörner und so. Ey, die Kackvogel-Doku war so witzig, ne? Ohne Scheiße. Und er scheißt ihn aufs Dach. Das, wie du es gesagt hast, so richtig dreckig, Alter. Ich musste voll lachen, ey. Ich habe gerade hier voll Probleme, die Leute da mit reinzuziehen. Wie kriege ich die hier rein? Ich ziehe die rein und die kommen aber nicht. Können wir nur drei Leute reinziehen oder wie? Nee, ich hatte das eben auch. Man muss dann auf Anruf beitreten drücken. Das habe ich auch erst später bemerkt, wenn man in der Konfi ist. Und wenn man das nicht Ah. macht, ist man halt nicht, ist man halt nur im Chat und nicht im Telefonchat. Mann, ja. Dann, ne, hier, Anruf beitreten drücken. Ey, Gameplay, mal eine Frage, ne? Beitreten. Ja. Wie lange hast du deine schwarze Uhr schon? Die hattest du nämlich auch schon an, als du in diesen Talkshows warst früher. Nein, das war eine kleinere G-Shock. Ich habe davon zwei. Eine kleinere und eine größere. Ich kaufe mir jedes Jahr in Cala Ratjada eine neue. Weil ich bin ja jedes Jahr in Cala Ratjada. Eine gefälschte. Nee, die sind alle echt. Nein. Also ich gehe extra in Casio-Shop da. Die sind alle echt. Ja, dann kommt da irgend so ein Zigeuner mit so einem Ballerwagen. Hier, Underground, Underground, neue Uhren. Ohne Scheiß, Leute. Die Man kennt das ja aus farbigen immer. Spanien. Man kennt das ja aus Spanien, dass man da immer diese ganzen Sachen angedreht bekommt und dann da so richtig Scheißqualität hat. Aber wenn man mal nach Thailand fährt und da die ganzen Sachen kauft, dann merkt man, bei mir halten meine Uhren irgendwie 2,5 Jahre teilweise. Das Läuft bei ist dir. so unnormal geil. Läuft bei dir. Ohne Scheiß. Ich hatte das mal einen Kumpel von mir, der hat sich eine Adidas Hacker in Türkei gekauft und wusste erst nach 2 Wochen, dass da ein Adios draufsteht. Ich finde auch immer geil, die Original-Ben Ray-Brillen, die sind auch toll. Ja. Ben Ray Brill? Ja, heißen die nicht, wie heißen die nicht? Ray Adios. Ben? Ben, Ray Ray-Ban. Ben. Kennst Ray du nicht Ben. Sunglasses Server? Ist auch schon Ray-Ban? Ja. Kennst du nicht von Haftbefehl? 30 Jahre Garantie. Ja, ist so. Ist so, Alter. Ohne Scheiß. Guck mal, Ich schick. jetzt mache ich das sogar hier über Beifügen und das passiert nicht. Ey, Gameblamer, was trinkst du da eigentlich gerade für so eine Bionade da? Oh, das ist geil. Das Ja. ist von Lidl. Ja? Sunrise Red Flash oder so.
Ja, ey, lass den nächstes Mal kaufen, ne? Du weißt. Ich schwör's dir. Turbo-Tee, ne? Davon musst du. Das ist so geil, Alter, das Zeug, ohne Scheiß. Ja, aber da ist kein Alkohol drin, ist das Problem. Für Samstagabend, Alter, ist das jetzt nicht so. Da musst du mal eine Formel entwickeln, ohne Scheiß. Da muss man eine richtig geile Formel entwickeln. Wie man da so Alkohol reinmischt. Aha. Dann ist das ja kein Turbo-Tee mehr. Ja, kann ich schon. Ich weiß nicht, aber irgendwie klingt das voll widerlich. Ich hatte irgendwie mal voll Bock, Erdnussbutter mit Salat zu essen. Tim, Alter, bist du schwanger oder so? Bist du schwanger, Alter? Naja, irgendwie, also, keine Ahnung. Wenn das so kennt ihr das nicht, wenn ihr irgendwie mal so Bock? Kennt ihr das nicht, wenn ihr irgendwie so plötzlich irgendwie so eine ausgefallene Idee habt, die euch einfach nur im Gehirn rumschwirrt und dann entwickelt ihr diesen Drang, das mal wirklich zu probieren über die ganzen Jahre, wo ihr das wisst? Ja, Mann, weißt du, ohne Scheiß, ne? Was ich nicht verstehen kann, wie kann man Nutella mit Käse essen, Alter? Hab ich also, früher aber auch gemacht. Das erklärt einiges. Nein. Geht das bei dir auch nicht? Also ich muss ja dazu schwanger. Sagen, zu solchen Experimenten, ich habe mal probiert, und zwar hatte ich einen Sandwich-Toaster, da habe ich dann Gouda-Käse drauf gemacht und Erdbeermarmelade. Hört sich ekelhaft das ist an, so aber schmeckt geil. Richtig geil. Auf jeden Fall. Boah, das ist so lecker. Ich will nicht wissen, Alter, wie du da auf dem Flug gehangen hast und geschissen hast, wie so ein Bär, ey. Das schmeckt wie Camembert. Also dieser Back-Camembert, dieser mein frittierte... Mein großer Bruder frisst den immer. Camembert. Das ist der ekelhafte weiße Käse, der so schmelzig, so weich ist, ne? Ja, der ist heftig, geil. Mann. Der ist richtig heftig. Da wirst du noch, da gibt's bei Aldi diese Viererpackungen, ne? Davon esse ich nur zwei, dann bin ich satt. Das ist das, dann vorbei. Das ist doch immer das mit Schinken gemischt und so, ne? Nee, das ist, Cordon Bleu ist das. Das andere, das mit Schinken. Cordon Bleu. Ja, Cordon Bleu. Das ist Schnitzel mit Käse und Schinken. Genau. Ja, ich weiß, das ist richtig nice. Nee, ich meine aber, das sind so, das ist so ein Frischkäse-Mix, da hast du mit Schinken drin und sowas. Du meinst diese Runde da, ne? Ja, das ist so ein rundes Ding, da sind so Dreiecke drin, so richtig Illuminati-mäßig, und dann kannst du da so deine richtige... Das haben die Kreuzritter erfunden. Also ich meine, wer weiß das nicht, ne? Steht ja in jedem Geschichtsbuch. Ja. No, der Heilige Gral ist unser, jetzt lasst uns ein Cordon Bleu essen. Das konnte man schon bei Assassin's Creed verfolgen. Oh, Junge, Alter, Assassin's Creed hat mich so enttäuscht, ne? Ohne Scheiß, ne? Call of Duty Ghost hat mich auch so enttäuscht, dieses verdammte Dreckspiel, ey. Ich hab mir das scheiß DLC gekauft, hab da 20 Euro von meinem Onkel abgezogen für und nach zwei Tagen hab ich keinen Bock mehr darauf, ey. Und jetzt spiele ich Black Ops 1, habe ich auch keine Lust mehr. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir Assassin's Creed 4 auch nicht geholt, weil ich da nicht so der Fan von bin. Aber ich habe mir diese Erweiterung geholt für 20 Euro auf der PlayStation 4. Dieses Standalone, dieses Free irgendwas, wo die Sklaven da befreien muss. Muss ich ehrlich sagen, ist gar nicht mal so schlecht. Ja, weiß ich. Ich wollte sagen, Deadless World. Assassin's Creed ist so mein Beimann, Alter. Ja, ich finde das Kämpfen immer so scheiße. Ja. Ich weiß auch nicht. Halt viereck dran im Kreis, wenn der Gegner die Waffe nicht hält. Ey, das muss ich mir mal im Real Life vorstellen. Gehst du durch die Straße, ey. Drück den Kreis, um zu klauen. Guckt euch mal den Facebook-Post von Gameplay mal an, für seinen Twitch, für seinen Livestream jetzt, und lest den mal. Ganz rot. Warte, lass dann mich das. Klingt machen. Das so, als wäre das eine Sex-Hotline. Lass mich das bitte machen. Bitte. Ja, komm, mach. Jetzt hau gleich. Raus. Ruf mich in Skype an und redet mit mir. Die Scheiße. Warte. Jetzt lauf. Ruf mich in Skype an und redet mit mir. Freue dich da. Kann ich dir da etwas reden? Nehmt euch nach und nach. 15 Minuten oder so, denke ich. Je nach Andrang. HTTP. Nein, das höre ich jetzt auch bei Skype Gameplay. Oh Gott, Alter, Tim, wie kommst du auf so eine Scheiße, Mann? Ich weiß es nicht, aber ich habe nur die ersten zwei Sätze gelesen und dann fiel mir das irgendwie ein. Ich nehme euch nach und nach ran. Oh Gott, Alter. Ich nehme euch nach und nach ran. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Gameblamer. Ja, Alkohol. Gameblamer? Nein. Tut mir leid. Also ich vertrag Alkohol nicht mehr wegen meinem 10WBC. Das geht ganz, ganz hart an die Grenze. Dieses Wort sagst du so geschmeidig von deiner Zunge, so 10WBC, als ob du so Karten so wegschmissst, so 10WBC, Digga. Ja, aber ich finde geiler, finde ich halt, kann das Deadlift die Soest. Also der ist ja absolut klasse. Habt ihr euch mal die Originalvideos von dem angeguckt? Ach Junge, ich hasse diesen. Ist der jetzt halb schwarz oder wie sieht das jetzt mit ihm aus? Zu welcher Rasse will er jetzt gehören? Der ist wie Michael Jackson, der kann sich nicht entscheiden. auf jeden Fall. Michael Jackson hat sich ja entschieden, ne?
Ja, für ihn tot. Er wollte ja weiß sein. Nee, aber was ich sagen wollte ist, da gibt es dieses Video am Anfang, wo der vorstellt, was du essen darfst und was nicht. Das gibt es, glaube ich, auch frei irgendwo zu sehen. Und das Geile ist, die Kamera fährt so auf ihn zu und dann sagt er so, hallo meine Lieben, wie geht es euch? Mir geht es gut. Und dann erstmal so wirklich so 5 Sekunden Pause, als wenn du darauf wartet, als wenn du was sagst. Das finde ich schön. Ja. Mir geht's auch gut. Ein auf Sora und so, ne? Ja. Boah, das ist so geil. Oh mein Gott, ne? Ich musste so lachen, ey. Habt ihr das gerade gehört, was Kevin gesagt hat? Kannst du noch wiederholen, Kevin? Ja, ein auf Dora. Ich hasse Dora, ne? Wer ist ja, Dora, meine ich, ja. Weißt du, warum ich diese... Das war auch mal so ein Clown. Ich kenne nur Andora. Weißt du, Leute, wisst ihr, warum ich sie hasse? Und ich sage euch jetzt einen Satz, danach werdet ihr diese Scheiße nie wieder gucken. Wollt ihr es wissen? Ja. Ja. Sie hat die Karte und fragt mich nach dem Weg. Verstehst du? Seht ihr das Schiff? Hallo? Wo ist das Schiff? Ah, jetzt ist Kanali auch drin. Außerdem heißt es Jan und nicht Kan. Ach, aber Jan Kanali. Sie weg an Ali, was geht? Ja, aber ich bin momentan mit meinem iPod drin und nicht mit dem PC. Das ist irgendwie komisch. Läuft bei dir, Hashtag YOLO. Ja, willkommen in der Riege. Der Riege. Willkommen beim Abo-Skype-Treff von Deadliest World. Zu Gast ist der Gameplayer. Ja. Guck mal, wie dreckig er lacht nach dem Motto, halt deine Fresse, Junge. Ja. Nee, nein. Wir machen gerade Gruppentelefon-Sex. Ja. Gameplayer, lass mal bitte gleich Deadliest World kicken, der nervt richtig, ey. Boah. Also geht du bist richtig davon gewesen. Junge, erst mein zweites Mitglied sagt, lass Deadliest World kicken. Alles klar, bin ich gegen. Guck mal, jetzt kriege ich jede Menge Skype-Anfragen hier. Ja, bei mir schreiben die mich auch an, was machst du bei Gameplayer und so. Ja, die wollen alle wegen mir rein. Ja. Ja. Die haben gehört, Tim die wollen mit Tide der LP. Blue Gaming, der ist da und. Ja, wie läuft denn so bei euch? Ich bin ja eigentlich Let's Player. Guck ja, mal, Blue Gaming läuft eigentlich gerade ganz gut. Wir haben gerade einen Serverumzug gehabt. Digga, bei Blue Gaming glüht so hart, dass es schon rot ist, Alter. Nee, vorrangig bin ich ja Let's Player eigentlich. Oh. Ja. Selbsternannter? Nein, Spaß. Ja, eigentlich ja schon. Ausbildung zum Let's Player und so, ne? Ja, voll geil. Abitur. Gameplayer ohne Scheiß, weißt du, wo ich mich beworben habe, Alter? Wo denn? Abitur. Durch die Tür. Meine kleine Schwester. Ich mach Abitur. Bei Saturn habe ich mich beworben, Alter. Und ich hoffe, dass sie mich nehmen. Da verdient man aber nicht bei so viel, ne? Als Maß oder was? Digga, ich steh da vor der Tür und warte, bis Leute mit den Autos vorbeifahren, dann geh ich da hin, putz die und halte meine Hand da so durchs Fenster. Nein, ich wollte da so gerne in der Gaming-Abteilung chillen und das ist einfach mein Ding, Alter. Den Leuten irgendwelche Scheiße andrehen. So, einfach aus Liebe zum Gaming und der Technologie. Ah, jetzt haben wir noch einen Mitsprecher. Da Fox. Es sammelt sich Fox. Langsam. Aber du wirst ja nicht so viel verdienen. Ja, scheiß drauf, Mann. Oder scheiße, fürs Erste ist es erstmal gut, man kann ja noch immer was anderes machen. Ich bin ja jung, frisch, mein Anus ist ja noch tight. Da kann ich mich noch weiter. Ey, so, Tight ist für mich reserviert. Der Name Tight ist für mich reserviert. Tight. Der Kanal am Eis, Tight Day. Also Leute, ja, für mich ist alles tight. Ja, Mann. Wir wollen ja nicht ins Detail gehen. Sprich, letztes Skype-Konto. Ja. Ich lese gerade, dürfen wir Fragen von Zuschauern beantworten? Oh, Gameplay, Alter. Das ist, die letzte Konfi hat mein Leben verändert, Alter. Ja, ohne Scheiß. Ja, da schreibt gerade Tom Hart, schreibt Ed. Deadliest World. Wann kommen neue Videos, mein Freund? Also ich lese jetzt gerade extra permanent Fragen von mir vor. Nein. Macht ja nichts, für mich kommen ja keine. Irgendwie sind keine Zuschauer für mich da. Ja, aber ja, wenn wir jetzt nicht in der Konfi wären, dann würden nur Fragen für dich kommen, Alter. Warum bist du so süß, wenn du lachst? Warum bist du so süß? Auf jeden Fall, lieber Torben, erstmal liebe Grüße an dich. Du hast die Frisur wie ein Lord. Und ja, ich würde mal sagen, diese Woche kommen neue Videos, mein Lieber. Wenn ich Black Ops mal wieder eine fette Runde habe, kannst dich drauf freuen. Und YOLO, mehr habe ich da nicht so zu sagen. Ey, habt ihr das gehört mit Uli Hoeneß, Gameblamer? 3,5 Jahre für den? Ja, und der kommt in denselben Knast wie Hitler. Lava, kein Scheiß. Doch. Da hat Hitler damals sein Buch Mein Kampf geschrieben. In dem Knast. Ist so. Es gibt so ein Bild, da ist Uli Hoeneß am Heulen, da steht er so oben drunter. Papi, ich will nicht in den Knast, die machen Aua in Popo. So, ja, ganz ehrlich. So, jetzt warte aber mal. So, jetzt. Jan. Ja. Warum bist du denn in den Chat reingekommen? Was willst du denn? Wir müssen auch mal andere Leute zu Wort kommen lassen, Delil und Kevin. So, Leute, ich verschwinde dann mal wieder. Ich mache mal ein bisschen Platz für andere und ja, warte, ich gehe dann irgendwo anders. Du hast doch gar nichts gefragt oder gesagt. Tim.
Das hat er jetzt nur, das sagt er jetzt nur, weil er jetzt gerade einen Account bei Brazzers hat, gerade erstmal getestet auf Börse BZ. Ah, ja. Ich habe noch gar nichts gefragt. Eine Frage, was soll ich denn fragen? Ja, das weiß ich. Weiß nicht. Ich nicht. Was, das ist eine Frage. Was soll ich fragen? Das ist eine Frage. Du solltest mich vielleicht fragen, warum ich so total geil bin. Das. Warum bist du so unglaublich toll? Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, ich bin einfach. Okay. Also ich bin einfach so reingekommen. Ja, ich habe gerade auf den iPod geguckt. Da stand, du hast einen Livestream begonnen. Ja, habe ich einfach mal geguckt. Hallo, wessen Idee war das? Okay, ich melde mich dann mal. Bis dann, Leute, macht's gut. Tschüss. Ja, übrigens, warte, Tim, bevor du gehst. Ne? Also irgendwann werde ich tatsächlich doch nochmal Gameblamer versus die Welt in die Welt rufen. Ne? Und wenn du das machst, bin ich der Erste, den du fragst, hoffentlich. Ja, da musste ich mit dem Dilly auseinandersetzen. Ich glaube nämlich, der Dilly... Danke, dass du mich einlädst, Gameblamer. Tja, Tim, so ist das halt, ne? Ich habe Gameblamers Eichel dafür geleckt, Junge. Sobald man gibt's. Oh mein Gott! Ich leck dafür was anderes. Davon distanziere ich mich jetzt. Oh mein Gott, Alter, wie live, Junge! Scheiß drauf, Junge. Es ist kurz vor 11, Alter. Warum ist denn der Chan jetzt schon wieder raus? Ach, ist wieder okay. Da. Ja, wir betteln uns dann mal was anderes, ne? Macht's gut, bis dann. Also, ich schreib's dir dann auf jeden Fall. Ne? Tim, auf jeden Fall, danke. Such schon mal dein bestes Yu-Gi-Oh!-Deck raus. Das wird ein hartes Match, mein Freund. Auf jeden Fall, Kollege. Hau rein. Tschüss. Ciao. So, und jetzt, warte, jetzt bevor, Dili, ne, Vorsicht, jetzt lass erstmal der Chan kam als, nee, zuerst kam der Fox, nee, zuerst Chan, dann der Fox und dann Leon, der mich auch ständig anruft. Ist mein Cousin. Hey, Gameblamer, Asuka bei dir? Ja, natürlich. Alles klar. Was geht ab, Leon? Nee, was geht nur? Alter, Gameblamer, das ist mein Cousin, ohne Scheiß jetzt. Ja? Gameblamer. Ja, aber was meinst du, warum das ein Fanboy ist? Okay, der Chan ist dran, ja, rock mal bitte kurz deine Fresse. Alles klar. Genau, also, Chan. Wie geht's dir? So, hast du irgendwelche Fragen oder irgendwas zu unserem nicht vorhandenen Thema beizutragen? Ja, eigentlich alles bestens bei dir. Ja, ich kann mich nicht beschweren. Heute Abend haue ich mir mal hier so richtig die Hucke voll und dann geht's ins Bett. Voll der Süße. Ist ja gut. Ja, ohne mich sagt. Ich wollte ja eigentlich zuerst einen Twitch-Livestream machen. Ich wollte NBA Jam auf dem Mega Drive spielen. Aber. Gameblamer, du hast doch eine PS4 und eine Xbox One. Wieso willst du jetzt diese Dings spielen? Ja, passt auf, passt auf, das kann ich jetzt euch zeigen. Und zwar. Das hier, ach, das seht ihr jetzt im Twitch-Stream ein bisschen später leider. Und zwar hier ist ein Xbox-Joypad. Und wenn ich das versuche zu halten, dann kann ich die vier Knöpfe, ne, die, da komme ich nicht dran. Ich komme höchstens an die Schultertasten, also für Titanfall schon mal ein totales Aus. Dasselbe bei dem PlayStation 4-Joypad. Und dann habe ich aber, ne, beim dem Mega Drive alle sechs Knöpfe direkt hier vorne erreichbar. Die kann ich alle anfassen, alle sechs Knöpfe. Da komme ich überall dran. Die Spiele kann ich super spielen. Deswegen habe ich ja auch gestern eine ganze Staffel Rageblamer aufgenommen, weil Retro-Gaming ist das Einzige, was ich jetzt noch im Moment machen kann. Und das sind ja die Spiele, die du zu dem gemacht hast, was du bist, ne? Rageblamer? Ah nein, ich meine allgemein die Retro-Games. Die hast du ja in deiner Kindheit gespielt, deswegen machst du die auch. Meinst du noch? Ja, ich guck mal, damit bin ich ja groß geworden. Ich bin ja groß geworden mit dem Atari 2600. Das wird heute kein Mensch mehr anfassen, die Strichgrafik. So, 3 Pixel. Ja, 3 Pixel, ein Spiel. Fertig. Ja, und deswegen habe ich gestern die dritte Staffel Rageblamer aufgenommen. Es ist nämlich nur noch eine Folge für die zweite Staffel. Ja. Und boah, ich habe wieder so rumgeschrien. Ich habe mich so aufgeregt und ich musste heute wieder selber lachen. Ja, ich musste heute selber lachen, weil ich suche ja immer die lustigste Aufregszene aus. Und die lustigste ist wirklich in der letzten Folge von der dritten Staffel. Die habe ich vorne reingemacht. Das sieht so aus, als wenn ich einen Orgasmus habe und gleichzeitig kotzen muss. Das ist so total langgezogen, total geil. Ich musste heute selber so darüber lachen. Ich wette, dein Kopf ist wieder so rot wie so eine Kirsche dann, ne? Ja, so. Und dann ist plötzlich die ganze Kamera weiß. Also ich weiß auch nicht, was da los war. Ich musste auch so mega lachen bei der ersten Rage-Filmer-Folge, wie hinten dein Greenskin immer rausguckt. Das sah einfach richtig witzig aus. Weil es so alle klimmert aus dem Kopf. Der ist immer noch im Bild. Der ist immer auf dem Rad. Ja, das war blöd. Da habe ich mit Open Broadcast oder so aufgenommen. Das hat das nicht hingekriegt mit dem Chroma-Key. Jetzt mittlerweile geht's. Ich habe eine Szene bei Rageblamer bei der dritten Staffel jetzt leider rausgeschnitten. Leider habe ich das Originalmaterial schon gelöscht.
Da war ich hier gerade am Aufnehmen und plötzlich ist mein ganzer Greenscreen hinter mir umgefallen. Und ich stehe hier auf, spring auf, bin voll am Rumschreien. So, du scheiß Greenscreen, warum bleibst du nicht stehen? Da war keine Sau dran und voll am Ragen. Habe ich leider rausgeschnitten. Aber das war, boah, geil. Also das war gestern echt Ghost eine geile Goblins, ey. Ja, warte die dritte Staffel ab. Das ist ähnlich. Ich muss dazu noch einen Trailer machen. So, Moment, genau. Jetzt lass mal hier den... Da Fox, da tippe ich jetzt einfach mal auf Alvin. Ja, nee. Nein? Ich habe eigentlich mit deiner ganzen Community gar nicht so viel zu tun. Ich habe dich letztens mal angeschrieben bei Facebook. Ich bin über dein Kalaratiada-Video auf dich zurückgekommen. Ah, okay. Ja, stimmt, ich kann das mich erinnern. Ja, das ist auch das einzige Video. Ah, ne, ein paar von den Ernährungsvideos zum 10WBC habe ich mir noch angeguckt. Oh. Ansonsten noch gar nicht so viel. Ah, ja, okay. Ja, mit dem Kalaratiada-Video, das weiß ich sogar noch. Warte mal, ich bin ich immer noch am Schmunzeln, wer deine Begleitung war und was Lazabri oder wo der Name herkommt. Oh, das wissen nur wir drei, ne, Gameplayer? Ja, Mann, das ist VIP, Junge, VIP-Wissen. Nee, das ist einfach, ja, meine Begleitung möchte einfach nicht im Fernsehen oder, was heißt im Fernsehen, bei YouTube gezeigt werden und so und möchte auch nicht genannt werden und dann respektiere ich. Und auch nicht, in welcher Beziehung diese Person mit dir zu dir steht? Nee, da kann spekuliert werden. Das, ne, so ein bisschen, ich achte immer sehr darauf, ich rede zwar viel über mich und ich zeige auch viel von mir, aber so ein bisschen Privatsphäre behalte ich mir doch vor. Ist auch gut so. Ja. Aber die war einmal zu sehen bei diesem Thunfisch-TWBC-Video. Da lief die einmal durchs Bild, das habe ich noch gesehen. Ja, da hat sofort einer drunter geschrieben, erstmal die Uhrzeit und dann, what the fuck? Ja, ich weiß. Ja. Das habe ich doch gesehen. Ja. Naja, bald rennst du vielleicht nicht mehr durchs Bild, wer weiß. Auf jeden Fall, ja. Dieses Jahr bist du nicht in Kalaratiada, oder? Nein, dieses Jahr leider nicht. Dieses Jahr durfte ich nicht entscheiden, wo es hingeht. Und deswegen geht es zum Ballermann. Ach, deine Freundin hat entschieden. Was? Welche Freundin? Oder deine Begleitperson, Entschuldigung. Entschuldigung, gerne immer dein Freund. Nein. Ja. Ja, ich fliege mit dem CK, fliege ich zum Ballermann. Nein, Quatsch. Das ist chillig. Nee, also ich bin ja normalerweise totaler Kalaratiada-Freak, weil ich fliege seit meinem 16. Lebensjahr dahin, also seit 96, jedes Jahr. Boah, da bin ich gerade mal geboren. Okay. Auch immer in das Hotel Kalaratiada? Nee, also das hat sich immer abgewechselt. Also mal wirklich Eigentumswohnung gemietet, mit drei Kumpels auch zusammen und dann mussten wir halt selber kochen, aber... War ja nicht das ist so. Geil. Aber du konntest halt Mädels mitnehmen, wie du wolltest, weil du keinen blöden Hotelportier hattest, der dir an der Tür sagt, die wohnt aber nicht hier, die darfst du nicht mit reinnehmen. Damit hatten wir aber keine Probleme. Scheiße, weißt du, wie sagen, fick deine Mutter. Im Clubhotel. Im Kalaratiada, der dicke Security-Mann da. Ja, die können da, das ist ja auch so ein Riesen. Ja, das ist ja so ein Riesenhotel, da können die das alles nicht auseinanderhalten. Manchmal gucken sie aber auf das, ob du das Bändchen hast am Arm. Ja. Weil eigentlich jeder da hat All Inclusive, also kaum jemand ist da ohne All Inclusive. Ich meine, wenn man da geht, da gönnt man sich auch ab. So, ne? Bitte? Ich meine, es gibt da nur All Inclusive auch. Ja, meine ich nämlich auch. Soweit ich weiß. Warte mal. Also da warst du erst einmal letztes Jahr? Im Hotel Kalaratiada war ich jetzt 2 Jahre hintereinander. Und ich muss sagen, das ist eigentlich... Ja, da war ich auch letztes Jahr. Das ist ein günstiges Hotel und es ist auch ganz gut, weil meine Begleitung wollte nie irgendwo anders hin, außer am Pool rumliegen. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, ab 10 Uhr macht ihr die Poolbar auf, ne, und all inclusive. Die ganze Zeit nur blub, blub, blub und rumliegen. Ja, egal. Ey, Dicky hier am 18, ne? Ich, du Gamelever. Was da los? Kalaratiada, wir drei? Welchen 18? Wenn wir 18 sind. Ach am 18. So. Also, wenn ich 18 bin, fahr ich jetzt mal zu Gamescom. Also, ich glaube, ich werde nicht mehr 18. Schreibt gar keiner. Gamelever, du bist noch jung, Mann. Du bist noch jung. Deadliest World JG schreibt: Hey Armin, mach mal bitte unseren Armin nach. Gruß Deadliest World JG, Deadliest World CJ, Deadliest World CK. Wer ist denn Deadliest World? Kennst du den? Das sind alles meine Clan Boys. Das sind meine Kumpels.
Die haben sich jetzt alle bei PS3 Store da Deadliest World und dann halt die Initialen deren Namen da eingefügt. Fand ich richtig süß von denen. Ja, Kevin, du würdest sagen, mach mal den Armin. Die lachen sich bestimmt tot, wenn du das machst. Wer ist Armin? Wer ist denn der Armin? Gibt's dazu eine Erklärung? Du weißt nicht, wer der Armin ist, Alter. Boah, Kevin ist Armin. Eine richtig lange Geschichte, Alter. Das ist ja richtig. Ich sag nur, ein 30-jähriger Mann, der weiße Haare hat, Digga. Der aussieht wie mein Paladin bei World of Warcraft und einfach die geilste Stimme der Welt hat. Das ist Armin. Kevin, mach einfach den Gruß. Die wollen das hören, Mann. Auch wenn ja, was soll ich denn, wen soll ich denn grüßen, Digga? Grüß mal einfach. Ja, sag einfach nur, hey Leute, was geht? Ist euer Armin. Fertig aus. Hey Leute, was geht? Hier ist ja wieder euer Armin. Live bei Gameleber bei Twitch. Oh, das ist so geil, Alter. Gameleber, du kannst nicht drüber lachen, weil du die Vorgeschichte nicht kennst. Seh ich dann mal, okay? Ja, okay, dann nehme ich mein Lachen zurück. Ja, okay. Nee. Gameleber, was war Leute, warte mal, ich komm sofort, ja? Was, der kommt? Du kommst sofort? Oh, das ist aber nicht gut. Das ist nicht gut. Nicht live jetzt hier. Ne, wir sind hier nicht bei YouPorn oder My Dirty Hobby. Das kannst du nicht bringen, mein Freund. Ja, Game, bei deiner sexy Stimme, Alter, da kannst du nichts anderes erwarten, Junge. Ey, ein Arbeitskollege hat mir mal gesagt, meine Stimme wäre so ähnlich wie die von Unheilig. Also sing mal bitte ein Lied, bitte, gell mir mal, es kommt. Geboren um zu leben. Genau. Geboren um zu spielen, bis ans wir Ende jener Zeit. Geboren um zu leben, bis ans Ende jener Zeit. Um bla 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 zu geben, bis in alle Ewigkeit. Wir sind geboren um zu ficken, egal ob vorne oder hinten. Na, Deli, bitte. Jetzt haben wir direkt einen Zuschauer verloren, hast du toll gemacht. Ich hoffe, du bist stolz auf dich. Nein. Mann! Ich hab null Zuschauer! 15, Digga, 15! Nein! Ja, ey, was machen wir jetzt heute noch so? Also, ich kann auf jeden Fall sagen, wer so um den 27. Juli rum zum Ballermann fliegt, der hat eine gute Chance, mich zu treffen. Du Arsch, 15. Juli? 27. Juli. Achso, ne, ich bin, Anfang Juli in Kalaratjade. Mir schreibt gerade Kim so eine geile Olle, die ich kenne. Ich schreibe, Armin läuft. Schaut gerade auch zu. Hallo auf, Kim. Auf drei Beinen. Du hast voll die Dicken. Was? Kim, bitte auch mal anrufen hier bei Skype. Nein. Warum ein bisschen weibliche Unterstützung hier? Da kriegen wir mehr Zuschauer. Immer weg, Alter. Tim, einmal an Tim Justin. Street Fighter X Tekken für die Vita ist eins der besseren Prügelspiele für die Vita. Das ist wirklich gar nicht mal schlecht. Ich habe das ganz, ganz gern, aber ich spiele da doch lieber Mortal Kombat, wenn ich ehrlich bin. Boah, das ist so Bombe, das Spiel, ne? Scorpion, Digga. Kevin! Ja. Kevin! Leon! Was ist denn mit dem Endgegner Mortal Kombat? Oh ja, Game Lemmer, du hast sicher durchgespielt, Mortal Kombat, ne? Dieser letzte Endgegner, Shao Kahn, da hab ich fast geheult, ey, ganz ehrlich. Wieso das denn? Der ist richtig schwer, ich kann mit diesem Raiden nicht kämpfen, der ist so hässlich. Ja, nimmst du einen anderen Kämpfer. Ja, du musst mit dem kämpfen, in der Story. Ach so, in der Story. In der Story. Ja, in der Story. Wirft seinen grünen Hammer und ein Viertel deines Lebens ist weg. Wenn nicht sogar über die Hälfte. So scheiße schwer, ey. Ja, also da kann ich dir nur einen Tipp geben. Ne? Mach's wie ich, spiel Ghost and Goblins durch und was habe ich noch durch? Das ist so dreckig, das Spiel. Und Mega Man, danach ist alles einfach. Nee, ich spiel lieber Jurassic Park. Ja. Mega Man war mega schwer mit den Portalen, die sich da immer aufgelöst haben und so. Na, du meinst die Steine da, wo ich mich so aufgeregt habe. Boah. Ja, ja. Boah, sowas kommt bei meinem neuen Let's Play auch wieder. Bei meinem neuen Rage Blamer. Da ist auch wieder sowas dabei. Boah, ey. Mann, Alter. Da springe ich gerade los und in dem Moment verschwindet dieser Scheißstein und ich lande in der Lava. Boah, ich hab da so rumgeschrien. Ja, ich so, Junge, warum tust du dir das an, Alter? Das ist so ein bellig Dreckspiel, Alter. Ja, weil auch wenn ich schreie und mich aufrege, macht's mir trotzdem ja Spaß. Ja, ne? Du musst mal daran denken, früher hatte man gar keine andere Wahl. Da hast du für 160 D-Mark hast du dir so ein Spiel gekauft und da musstest du wirklich lange auch dich damit beschäftigen. Stell dir mal vor, du kaufst für 160 D-Mark ein Spiel und dann bist du da in einer Stunde durch. Oh. Ne, hast du das schon gehört von Metal Gear Solid 5, ja? Das Spiel soll nur 30 Euro kosten, das geht auch nur 2 Stunden lang. Da kommen ja 2 Teile raus für die PS4. Dann finde ich das zu teuer, ganz ehrlich. Ja. Also die Playtime von diesem Standalone von Assassin's Creed 4, was du für 20 Euro kriegst, das ist ja 4 Stunden oder sowas. Na, dann würde ich sagen, ja,
Metal Gear Solid bei 20 Euro. Bei MGS 5, da, wie gesagt, die Hauptstory, ne? Also es gibt ja dieses für die alte Generation, für PS3, kostet nur 20 und die Hauptmission, die geht nur 2 Stunden. Aber da gibt es auch Nebenmissionen, habe ich gehört. Die soll auch länger gehen, also 10 Stunden, denke ich mal. Darf ich euch kurz unterbrechen? Sorry, schön. Nein. Der Gameblamer wird hier nicht unterbrochen. So geht das hier aber nicht, meine Leute. Da werden rigoros werden die Leute rausgeschmissen hier. So. Fahre bitte fort. Ich wollte sagen, ich hole mir Metal Gear Solid 5 nicht. So, das war's. Oh, Gameblamer, Mann. Ey, und das tut mir echt weh, dass wir mal in einer Sache nicht einig sind, mein lieber Freund. Das wird ausdiskutiert, ne, in der nächsten Skype, die wir in der Zukunft nicht haben werden, mein Lieber. Ja, ich hab's gesehen in der PS Vita Review, MGS HD Collection. Metal Gear Solid 5 wird das erste Spiel, was ich Let's Play werde. Wollen wir mal einen Deal machen, Alter? Wollen wir mal echt einen Deal machen? Ja, wenn es nur 2 Stunden geht, ist das ja auch, ne, Let's Play mal lieber hier World of Warcraft bis zum Ende. Boah, geh mal weg. Ohne Scheiß, Gameblamer, dann soll ich dir das mal ausleihen? Dann musst du es dir nicht kaufen. Ich leih's dir aus, ohne Scheiß. Du bist dann der erste Mensch auf dieser Welt, dem ich ein Spiel ausleihe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das von mir nicht wiederkriegst. Ich wollte sowieso noch was in dein Postfach schicken. Ja, ne? Wollte ich gerade sagen, wo bleibt denn meine Fanpost? Ja, Digga, du kriegst ein richtig geiles Nacktbild von mir. Du weißt ja, ich mache ein Unboxing davon, ne? Das halte ich in die Kamera. Ja. Auf jeden Fall hau ich dir dann Relentless rein. Ich hol mir diesen Energy nur, seitdem du den trinkst. So, noch ein Schluck Relentless, wo du dieses. Oder Koks. Ja. Boah, ja, alles geil. Da hau ich dir eine Pulle Relentless rein, da schreibe ich einen richtig geilen Brief, Alter. Ja, und dann eine Challenge, ne? Irgendwie sowas, trinkt das in unter 10 Sekunden aus oder so. Ja. Ich dominiere die Gamer. Was war deine erste Konsole? Meine erste Konsole, Atari, also die mir selbst gehört hat oder die ich gespielt habe? Also, die du als allererstes bekommen hast. Atari 2600. Das weiß er sogar noch. Boah. Das war so mit 3. Boah. Jan, das ist fast. Jan, das ist schon fast antik, Digga. 1983, ja. Die habe ich auch noch hier hinten liegen. Atari 2600. Hallo. Ich habe schon nach hinten geguckt, seinem Schrank, und weil das da draußen. Bestimmt so ein Pixelmonster. Bitte? Bestimmt so ein Pixelmonster. Ja, das ist einfach, da ist ja Pong zum Beispiel drauf rausgekommen. Du hast 2 lange Striche links und rechts und in der Mitte fliegt ein viereckiger Pixel rum und du musst das abwehren. Das ist wie hier diese, wie heißen diese, Ja, ich kenne das Spiel. Ne, hier diese mit diesen Scheiben, wo auf jeder Spielhalle hast du die Dinger doch. Ah, ich kenne das, aber ich weiß nicht, wie das heißt. Ja, okay. Hier ist gerade, ganz kurz, meine lieben Freunde, ich weiß ja, wie wichtig das für die Zuschauer ist, dass eine Gameblamer-Frage beantwortet wird. Deswegen habe ich hier 2. Und zwar fragt der Tim Justin erstmal, habe ich Street Fighter für 29,99 soll ich es kaufen? Und dann noch einmal der Torben Hart, aka Torben Weich. Gameblamer, spielst du PC-Spiele auf Steam? Wenn ja, kannst du mir eins empfehlen, was unter 5 Euro kostet, weil er nämlich voll der Hartz ist. Boah, die Quali ist gerade ziemlich schlecht vom Ton. Aber egal, ja, das mit dem Tim Justin habe ich gesehen. Ja, man ist so. Also ich, für 30 Euro kannst du nicht meckern. Ich meine, die Vita-Spiele sind sowieso im Allgemeinen nicht so teuer. Deswegen, ich habe jedes Vita-Spiel, ne, bevor es rauskommt, habe ich schon in der Vorbestellerliste, weil du bezahlst dich nicht doof an den Spielen. Und ja, ich kann kein gutes Spiel unter 5 Euro empfehlen, aber ich habe PC-Spiele auf Steam. Ich kaufe mir die meistens aber nur im Winter-Sale, hier kurz vor Weihnachten. Da machen die ja 24 Tage lang immer günstige Angebote. Da schlage ich immer zu. Ja, jetzt zum Beispiel ist Metro Last Night. Ist für 7 Euro. Ah, das habe ich schon. Das habe ich im Winter-Sale gekauft. Don't fuck with the Gameblamer, wenn es um Spiele geht, meine lieben Freunde. Ja, also ich kaufe mir ja alles. Eigentlich. Er hat die Spiele vor Release, Digga. Er hat die Spiele, bevor die fertig sind, Alter. Ja, Mann. Ich habe auch noch mal eine Frage an Gameblamer. Ja, eine Frage. Bitte, dann frag mal. Metaverse oder so, also was keine Angst haben. an PS Vita, jetzt machst du ja diese ganzen PS Vita Reviews und so. Ich wollte fragen, ob du mal Borderlands 2 holst, weil das soll ja auch rauskommen. Borderlands 2 hole ich mir auf jeden Fall, weil ich so gesuchtet habe, wirklich auch auf den anderen Konsolen. Borderlands 1 mit allen DLCs und Borderlands 2. Ja, das wird richtig geil auf PS Vita. Ja. Und man ist es ja mit Borderlands auch gewohnt, dass man ein Spiel immer wieder von vorne anfängt. Ne? Dann kann man es auf der Vita auch wieder von vorne anfangen. Und auf der Vita sind alle DLCs, ey, das ist doch geil. Ja, also das finde ich, selbst wenn das da mal 50 Euro kostet, was schon selten ist eigentlich für ein PlayStation Vita-Spiel, auf jeden Fall holen. Auf jeden Fall. Ja.
Ich weiß noch damals, als ich angefangen habe mit Borderlands, ich habe Brick gespielt. Und ich habe das Spiel echt nur angefangen, weil ich irgendwo gelesen habe, dass, ein Shooter wie World of Warcraft oder so ein Scheiß. Ich so, was ist das denn? Was ist Borderlands? So kann man sie skillen, da kommst du Zahlen. Wie World of Warcraft? Ja, so, man, die Welt ist einfach riesengroß und ich hab dann so gesehen, boah, da kommen so geile Zahlen. Das ist genau mein Ding, verstehst du? Und da kommst du Elfen runter. Das ist geil, Alter. Hol ich mir auf die Vita. Auf der Vita. Entschuldigung. Das wird richtig. Nehmen wir mal, jetzt habe ich mal eine gute Frage. Oh, jetzt bin was ich gespannt. Was findest du besser? Was findest du besser, PC oder Konsole? Konsole, hundertprozentig. Ja, Konsole, auf jeden Fall. Der PC ist für mich eigentlich gar nicht mehr zum Spielen da, sondern nur zum Bearbeiten von meinen Videos und zum Musik machen. Das Einzige, was ich auf dem PC spiele, ist Battlefield 4. Weil, also Battlefield ist eine Reihe, die gehört für mich auf dem PC, weil du besser zielen kannst mit Maus und Tastatur. Ja, aber ist das ja so, dass die Grafik immer besser ist als auf der Konsole. Würde ich gar nicht mal so sagen. Es kommt auf den Spielspaß an. Ja, das auch, aber ich, wenn wir jetzt auf die Grafik gehen, würde ich noch nicht mal sagen, dass auf dem PC immer alles besser aussieht. Weil du musst das so sehen, für den PC wird das ja für zig Konfigurationen hergestellt, das Spiel. Und dann muss man manchmal Abstriche machen bei der Grafik. So, und bei der Konsole könnt ihr das Beste rausholen, weil jede Konsole dieselbe Grafikkarte und denselben CPU hat. Na, also ja, okay, das stimmt. Ich würde nicht sagen, dass am PC grundsätzlich die Grafik besser ist. Ich meine, meistens ist sie besser als auf der Xbox One. Ja, da gebe ich dir recht. Weil die Xbox One ja irgendwie immer nur, weiß ich nicht, 900p auflöst oder so statt 1080p oder 720p. Das ist ein bisschen enttäuschend. Xbox. Aber PlayStation Game 4, Gamer? Also ja. Welche Konsole findest du besser, PS4 oder die Xbox One? Von den Spielen her auf jeden Fall die Xbox One, weil die mehr Exklusivtitel hat als die PlayStation 4. Die PlayStation 4 hat ja fast nur irgendwelche PC-Konversationen oder von der Spiele, die du auch auf der PlayStation 3 kriegst. Und Killzone war total enttäuschend, ganz ehrlich. Aber passt das sieht man auch aus. Uncharted 4 Killzone auf der PS Vita war eigentlich gut, ne? Das war gut. Also ich fand das Spiel auch nicht schlecht. Ja, hat Kevin auch gesagt. Pass mal auf, bis Uncharted 4 rauskommt, Alter. Das wird richtig Bombe. Oh, meine lieben Freunde, da wird rasiert. Ja, das wird wieder verdammt geil aussehen wahrscheinlich. Ich finde auch jetzt ist immer noch Uncharted ein Referenzprodukt für die Vita. Also, ja. Da ist so geile Grafik und das ist das erste Spiel gewesen für die Vita. Also, da kann selten ein Spiel mithalten, was jetzt rauskommt. Ich fand auch... Mal eben eine Frage... Mal eben eine Frage von Serenity Striker, was ich für ein Headset hier habe. Ich habe hier so ein Tactical FX, hieß das so? Tactical FX von Sound Blaster oder von Creative Labs. Das habe ich mir mal irgendwann so zugelegt. Hat aber einen sehr, sehr satten Sound, ist gut. Und Pauni13 hat geschrieben, ob ich einen fetten Gamer-PC habe. Nee, weil bei mir ist gerade so die Hardware so, dass es für Battlefield 4 reicht und halt eine starke CPU für Coden von Videos. Ansonsten also ein i7. Ja nicht so. Bitte? Also ein i7. Nee, ich habe da ein Phenom 2 irgendwas drin. Mit 3,6 GHz jeder Kern. Irgendwie sowas. Und 16 GB RAM. Und dazu habe ich eine GeForce GTX, ich glaube 580. Ja, okay, für die meisten Spiele reicht das ja heutzutage. Genau. Auf jeden Fall. Und deswegen, also ich brauche ja keinen fetten Gamer-PC, dafür habe ich ja meine ganzen Konsolen. Ne? Im November sind fast 1000 Euro draufgegangen für die Konsolen. Da kann ich nicht noch meinen PC die ganze Zeit aufrüsten. Ja, das reicht. Ich genauso. Aber Gameblamer? Ohne Scheiß, eine Frage, ne? Du kannst ja, also, wollte fragen, ob du eigentlich richtig, also gut leben kannst von dem Geld, was du so verdienst, weil ich glaube, du bist ja im Baugewerbe. Im Stahlgewerbe. Stahl, du bist Kranführer, ne? So, ja. Und verdienst du eigentlich gut, sodass du dir sagst, ja, ich kann mir eigentlich alles holen, was ich möchte? Ja, alles, was ich möchte, nicht. Also zum Beispiel für die neue Kamera für 800 Euro, da musste ich schon ein bisschen sparen und auch Sachen wieder verkaufen, die ich jetzt nicht mehr brauche. Ja, wenn man sich das Geld gut einteilt, also Spiele kann ich mir schon jeden Monat genug holen. Aber ich muss ja auch noch meine Eigentumswohnung bezahlen und so. Wäre das nicht, dann wäre es natürlich noch besser. Und deswegen mache ich ja auch Meisterschule, weil ich möchte mich finanziell halt absichern. Ne? Ich komme, also den Rest meines Lebens würde ich mit dem Geld nicht auskommen. Auf keinen Fall.
Und du bist halt abhängig davon, wie viele Feiertage hast du im Monat drin, wie viele Sonntage, wie viele Samstage, weil ich auf Schicht arbeite. Ja. Das macht sehr viel aus. Da kann mal eben, hast du einen Monat mit nur einem Sonntag, dann hast du mal einen Monat mit 4 Sonntagen, na, dann sind mal eben 400, 500 € Unterschied. Ja, aber immer so manche Tage, an denen du denkst, also, ich meine, was ich dich auch schon immer mal fragen wollte, ne? So, wenn man jetzt so im Alter von 15, 16 ist, denkt man immer so, ja, ich will das und das werden. Aber im Endeffekt kommt man sowieso immer was anderes vom Beruf her, ne? Gibt es Ja. da, gibt's da mal so Tage, wo du denkst, oh, wie wäre das jetzt, wenn ich mal so und so, wenn ich das gemacht hätte, was ich früher eigentlich wollte, sodass du manchmal total unglücklich bist mit deinem Beruf? Weil ich stelle mir das immer so vor, wenn ich in der Ausbildung bin, habe ich immer mega Schiss, dass ich da das Falsche gewählt habe oder so. Also, das ist sogar eine sehr, sehr schöne Frage. Ich bin überrascht, Delil. Was ist mit dir los? Ja, Real Hast du Talk. gesoffen? Ja, wenn er sagt, immer so emotional und so, weißt Ohne Scheiß. Nee, also pass auf, bei mir war das folgendermaßen. Also ich wollte eigentlich immer das machen, was meine Mutter gemacht hat. Oder meine Mutter macht. Die ist Was macht? Steuerfachgehilfin. Und Ja. mein Vater ist Elektromeister oder Starkmeister in Elektro-Starkstrom, irgendwie sowas. Und ich habe immer gesagt, boah, nee, hier mit Elektro, hau ab, ey, habe ich keinen Bock drauf. Ne? Ich mache hier was, wie meine Mutter macht. So, und deswegen habe ich auch eine höhere Handelsschule besucht, habe Fachabitur gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Moment, studieren wäre ja jetzt auch nicht schlecht. Dann machst du einfach, Computer ist ja toll, hängst du eh den ganzen Tag dran, machst du Wirtschaftsinformatiker. Was das sagt. Heißt also, ich habe mein Fachabitur mit dem Schwerpunkt BWL gemacht und wollte dann studieren eigentlich. Nee, Quatsch, wollte dann eine Ausbildung machen noch, damit ich auch diese technischen Know-how habe, als Prozessleiterelektroniker. Ja. Beziehungsweise eigentlich als IT-Systemelektroniker, da haben sie bei Thyssen aber zu wenig Plätze gehabt, da haben sie gesagt, mach doch Prozessleiterelektroniker, ist doch genau dasselbe. Dann habe ich gesagt, okay, mache ich. Und nach einem Jahr runterschrubben von irgendwelchem Metall, von irgendwelchem Scheiß, habe ich festgestellt, Scheiße, hat ja gar nichts damit zu tun, ist ja was völlig anderes. Aber ich bin dann so, ich ziehe dann sowas durch. Weil hätte ich nach Ja. einem Jahr abgebrochen, hätte ich noch mindestens ein halbes Jahr warten müssen, bis ich mich irgendwo anders bewerben kann, noch ein halbes Jahr warten müssen, bis eine neue Ausbildung anfängt. Deswegen habe ich das einfach mal durchgezogen. Ja. Und danach meinten die, danach hatte ich keinen Bock mehr zu studieren, weil. Dann habe ich, du kriegst bei Thyssen ein Jahr einen Festvertrag oder ein Jahr einen Zeitvertrag. Und dann habe ich so mein erstes Geld gekriegt und dann habe ich mir gedacht, boah, scheiße, ist das viel Geld? Warum sollst du eigentlich noch studieren? Und deswegen habe ich es sein gelassen. Und ja, da sage ich mal, gut, das ist was, was ich vielleicht bereue. Vielleicht hätte ich lieber studiert, aber dann hätte ich nicht das Leben, was ich heute habe. Ich habe einen Ja. Kollegen, der hat studiert. Nach der Schule und der ist jetzt erst fertig mit seinem Studium, hat nichts. Er wohnt noch immer bei seinen Eltern, hat kein eigenes Auto, hat gar nichts, hat Ja. kein Geld verdient, ne? Hat da immer rumgekraucht mit Taschengeld oder Ja. Nebenjobs gemacht. Und da muss ich ehrlich sagen, da habe ich den besseren Weg einfach gewählt. Ich hab hier meine Eigentumswohnung, ich habe ein schönes Auto, ich kann mir meine Konsolen kaufen, wie ich Du will. fährst ein Chevrolet. Ja, Chevrolet Cruze. Der ist geil. Der ist richtig gut. Und ja, deswegen, also ich denke schon manchmal, okay, hättest du studiert, wäre es jetzt besser oder nicht, aber ich glaube im Nachhinein so, nee, ich glaube, ich bin schon richtig den Weg gegangen. Guck mal, das Ding ist, ich, ne? Ich wollte eigentlich irgendwo was Medizinisches machen, ne? Und dann war ich mal so am Zocken. Gynäkologe, du willst Gynäkologe machen. Ich wollte eigentlich Schönheitschirurg werden, plastischer Schönheitschirurg, aber das werde ich sowieso nicht, weil erstens dachte ich mir, Mach Junge, das. was bringt dir das, Mach das, wenn dann du. komme ich zu dir und kannst meine Falten rausbügeln. Ich wollte gerade sagen, du kannst meinen Penis verlängern. Nein. Ja, bei mir, nee, bei mir, ich würde kommen, du Du mal müsstest sie Digga, kürzen. Alter. Ja, So. Digga, du wirst Ja, wenn bestimmt auch ohnmächtig, wenn du Gameleber, Steifen kriegst. ja, der wird ohnmächtig und so, ne? Nee, das Ding ist, da war ich gerade so am Zocken, hab bei Ghost alle abgezockt und dachte mir, Alter, scheiß drauf. Werd Einzelhandels kaufen, Mann. Weil mein großer Bruder macht das, Kevin macht das jetzt wahrscheinlich auch bald. Und warum ich nicht? Der Job liegt mir gut, ich kann viel labern, Digga. Ich kann mit Leuten so gut auskommen, ich kann mit Leuten reden, als ob ich dich schon 10 Jahre lang kenne. Und da dachte ich mir, Alter, bei Saturn, Mediamarkt oder so, das ist deine Welt. Auch wenn das Geld nicht jetzt so pralle ist, ne? Oh. Hauptsache, du verdienst dein eigenes Geld und du gehst wenigstens arbeiten, verstehst du? Weil Ja, man kann richtig. heutzutage froh sein, dass man überhaupt noch arbeiten gehen darf oder einen Arbeitsplatz kriegt. Guck mal, du hast so eine gute Erlösung, ne? So eine gute,
so eine Bits dazu kriegt, ne, während du groß gezockt hast, Alter. Was, wie hat die groß ist, Alter? Das ist so eine gute Bemerkung. Ich muss zu sagen, ne? Ey, Gameblemmer, ich habe jedes Jahr in der Schule in Englisch eine 1 oder eine 2. Und nur weil ich als kleiner Junge gecrackte PlayStation 1 Spiele gespielt habe, alle auf Englisch. Ohne Scheiß. Zocken hat mich in meinem Leben nur bereichert. Ohne Scheiß. Ich hatte noch keinen negativen Aspekt in der Sache. Nee, das glaube ich dir auch. Stimmt echt. Ich merke. Und Englisch. Ja, nee, ohne Scheiß. Also das finde ich auch sehr, sehr gut. Ne? Spiele werden immer so schlecht geredet, aber Spiele haben auch einen Lerneffekt. Das ist, ich habe früher auch viele Spiele auf Englisch gespielt, ne, und dann strengst du dich einfach mehr an, weil du willst ja wissen, was die Leute quatschen, was die in der Schule reden. Das ist dir ja scheißegal. Barbara wants to let a kid, kite fly. Nee, pass auf, ich sag dir, wie das ist. Ich sag dir, wie das ist. Barbara deine Bennett Lehre, und Ronnie Bennett. Deine Lehre legt Kassette rein und das hört sich dann genau so an. Pass auf, psst, warte. Unit 1. What did you do last night? I told. What did you do last night? Hi, Barbara. I did some ice cream. Unit 1. Learn. So eine Scheiße kommt da die ganze Zeit. Er redet so britisches Englisch, Alter. Listening number one. Nein, listening number one. Hi, Johnny. What did you do last night? Well, I played with my pussy. And it was very great. So eine Scheiße kommt da. I watched porn last night. Ich finde dieses amerikanische Englisch so, yeah, what's up, man, nigga, und so Scheiß, finde ich viel geiler. Warum lernen wir so ein britisches Englisch? Dieses britische, schwule, Stock im Arsch Englisch, ne? Ich kann auch Gameplay I want Scheiß some machen. Tea. Ja. Oh. Hi, Gameplayer, do you want some ice tea? I do some you want a tea? Cup of tea? I want to so go to a dance. Nee, dance. Dance. I want to go and dance. Hi, Gameplayer. Let's do a dance. And after the dance, you can lick my ass. Hey, look here, Barbara. I got my sword. Oh, hi, Gameplayer. Would you like to spam me on some barbecue sauce last night? Like a butter. Bam, bam, oh. Ekelhafte Scheiße, Alter. So reden Briten. Ich hasse die so, ne? Genau wie Franzosen. Erstens campen die immer und zweitens ist die Aussprache scheiße. Und eine Frage, Gameblamer, ne? Kennst du ein britisches Gericht außer Fish und Chips? Die haben keine Küche. Die fressen morgen schon Frikadellen oder so. Das ist hier so ein komisches Pfefferminzgericht. Das ist Pilze mit Pfefferminz oder so, ganz eklig. Boah, die sind doch behindert, ey, ohne Scheiß. Die machen ja überall Pfefferminz dazu. Ich möchte gerne ein Big Mac Pfefferminz. Big Tasty Pfefferminz. Oh, ja, ich hätte gerne eine Michael Currywurst mit Pfefferminz, bitte, danke. Ich habe doch irgendein Gericht, wo die so einen Penis essen, oder nicht? Was du, Digga? Das war jetzt schon im Camp, da bist du jetzt abgedriftet. Nice. Scheiße. So eine Wurst, wie ist das nochmal? So eine richtig fette Wurst. Ja, so, Bratwurst. Ach so, nein, diese richtig große, fette Bratwurst, die sie da essen. Ich rede gerade über meinen Penis. Das ist ein Gameblamer, wollte ich gerade sagen. Ja. Das ist das, was meine Freundin jeden Abend in den Mund nimmt, meine lieben Freunde. Das ist das. Ein Gameblamer? Ein Mann. Nein, komm, jetzt wird es ein bisschen zu... Gehen wir mal zu Fragen. Also, der Devlan21 hat gefragt, ob ich CSGO habe. Global Offensive. Nein, habe ich nicht, aber ich habe noch Counter-Strike Source und das spiele ich ab und an tatsächlich noch. Und ich finde es auch noch immer geil. Nur leider sind da mittlerweile viel zu viele Cheater, weil dieses Valve 2 Sicherheitssystem so leicht umgangen werden kann. Und ich weiß, wovon ich rede. Das kann man jetzt. Er hat selber gemacht. Immer, sind da noch Fragen für mich? Nee, für dich gar nicht. Ich frage gerade ironisch, weil ich genau gerade eine Frage im Blick habe und ich wollte nur sagen, ich lese sie jetzt vor. Nein, da ist keine. Torben Wieso Hart, so ein kleiner, süßer Dickmann? Torben Hart fragt, was waren deine Lieblingsspiele? PS2-Spiele? Oh, darf ich sagen? Nein, du hättest deine Fresse. Bodyguard, wie heißt der die? Also das war doch hier Wrestling, oder? Das Wrestling-Spiel, was ihr dann 30 Stunden die PlayStation angelassen habt. Meine Lieblingsspiele auf PlayStation 2, ohne Scheiß, ne? Jetzt mal ein bisschen Real Talk hier. Das waren damals, das kennen die wenigsten, das hieß Bully. Das war ein Rockstar-Game-Spiel. Kennst du das? Oh, Bully Solarship. Ja. Das war so geil, genau. Ne? Da fühlt ohne man Scheiß. Sich mal so richtig geil. Im College, Alter. Da kommt mal Karte und so, oder, Danny? Was war noch? Resident Evil 4. Oh mein Gott. Torben, Resident Evil 4 habe ich bestimmt
12-mal durchgespielt. Ich hatte alle Waffen, ich hatte den Endloswerfer, ich habe das 12-mal durchgesuchtet, ohne voll, Scheiß. Da warst du voll hinterher. Weißt du, wenn du Resident Evil 4 gespielt hast, habe ich auf meinem Dreamcast Code Veronica gespielt. Ja. Ich wollte es nur mal erwähnen. Der Dreamcast, ja, Welten voraus vor der PlayStation 2. Ja. Alter, Game Jam. Ja, Ruhe in Frieden. Ey, Digga, wann hast du eigentlich Geburtstag? Bald. Genau, sowas fragt man nicht. Aber willst du das Datum nicht sagen? Ja, kann ich ruhig sagen, dann kannst du mir ja mein Fanpaket zuschicken. Ja. Ah ja, stimmt, kann sein, dass ich bei Facebook das angegeben habe. Der 3. April ist mein Geburtstag. Also, deswegen bist du so lustig, wa? Wieso? Weil ich fast ein April-Scherz geworden bin, ne? Ja. Auch voll fies, die Geburt von dir war ein April-Scherz. Das ist richtig fies, Alter. Ja, aber ich hab so lange gelacht, deswegen bin ich erst am 3. rausgekommen. Der Gameblamer kippt sich hier einen Trick nach dem anderen. Oh, scheiße, ist aufgefallen. Ja, also ich kann schon. Ja mal eben, warte mal. Das ist ja ganz lustig, ne? Ich kann es ja mal hier in die Kamera halten. Das seht ihr jetzt gleich bei Twitch ein bisschen später als hier, was ich sage. Also drei Flaschen sind schon weg. Zwei sind schon weggeräumt und zwei habe ich hier noch stehen. Weißt du, was ich hasse, Gameblamer? Dicke Frauen. Digga, du bist genau wie ich, ne? Ohne Scheiß, du hast auf jeden Spruch eine Antwort, so. Ohne Scheiß, apropos dicke Frauen, Cam, weißt du noch, als du mich beim Colin erwischt hast? Aber na, Moment, warte mal, bevor das jetzt hier in den falschen Hals kommt, muss ich sagen, das war jetzt nur ein blöder Spruch, ja. Also, nein, ganz ehrlich, ich mach sowas nicht am Körper oder sowas fest, wie eine Person ist. Nein, das muss ich jetzt ehrlich noch dazu sagen, sonst verstehen das hier Leute falsch. Naja, egal. Gamer, wir wissen, wie du das meinst. Delil ist auch fett, also das ist nicht schlimm. Boah, ey, habt ihr mein Video gesehen vom Karnevalsumzug, vom Rosenmontagsumzug, ja. Die Biene Maya? Das war so witzig, der. Und ist so geil gewesen. Dein Freund, der ist richtig süß, Alter, sein Lächeln, ne? Oh. Der Jens. Mit dem Jens. Ohne Scheiß, das schöne ist. Grüße. Das ist, ja, der guckt wahrscheinlich nicht zu. Der ist nicht so YouTube, der guckt da nicht so viel rein. Aber das ist wirklich eine Tradition. Ich gehe immer Rosenmontag und am Samstag immer mit dem Jens zusammen auf die Karnevalsumzüge und dann abends durch die Gegend. Weil das ist mit dem einfach so super. Ihr sah so aus wie zwei Nazis aus dem Black Ops 1 Zombie Mode, alle ohne Scheiß. Süß aus, ne? Gameplay war immer eine Mütze am Start, ohne Scheiß, haben nur noch die Medaillen vorne gefehlt und so ein Illuminati-Dreieck. Ja, ich muss ja irgendwie meine Geheimratsecken muss ich ja verstecken. Ich krieg die auch bald, Gameblamer. Ich hab das schon gesehen, mein Vater hat auch so Geheimratsecken. Und und ich guck mir gerade ich sehe gerade im Livestream, wie du so lachst, du hast so einen süßen Kopf, ne? Ohne Scheiß. Ich möchte einmal über deinen Kopf drüber fassen. Der sieht so süß aus, Alter. Kannst du auch von dem kommen. Ja, er ist so ein süßer, er ist so knuddelig, Junge, Gameblamer. Ich weiß nicht so genau, was ich davon halten soll. Du bist so süß, ohne Scheiße, du bist so ein süßer Typ, ne? Ich glaube, wir haben einen Homosexuellen unter uns. Ich würde am liebsten so auf deinen Rücken kommen, du hältst mich so fest, und dann rennen wir so durch die Gamescom. Du hältst dich immer im Kopf fest. Ja, das schafft er gar nicht, dich zu tragen, Junge. Bitte hör zu, er rennt so und ich halte mich an meinem Kopf fest, auf einmal rutscht ich so aus, weil das so krass ist, ne? Dann ich mir vor, das mein Gamer fährt mir ins Krankenhaus und dann baut ihm so seine Atari auf, ich spiele den ganzen Tag mit ihm, wir werden voll die guten Freunde und so. Und dann sind wir voll traurig, wenn mein Bein wieder heile ist. Dann. Auf dem C64er Jumpman. Mit gebrochenem Bein. Alter, du bist so süß, ohne Scheiße. Ich wollte dir das immer mal sagen, Alter. Das schreibst du mir unter jedes Video, ich weiß das langsam. Gameblamer, wieso bist du immer so süß rot, wenn du lächelst? Du hast so einen süßen Erdbeerkopf und so, ey. Genau, der passt das ja. Ich trinke ja gerade Erdbeermango. Nee, Erdbeermargarita. Guck mal, seine süßen Lachen an, als süße Grübchen. Er ist so. Jetzt hört mal auf, ey. Okay, wir hören jetzt auf. Das ist süß, ohne Scheiß. Oh Mann. Ich weiß, als ich das erste Video von dir geguckt hab, ne? Ey, das war so geil. Alter, ohne mich hätte sie niemals kennengelernt, Alter. Das war das einzige Gute, was du in deinem Leben je geschafft hast und nicht geschafft hast, Alter, ohne Scheiß. Wie viele K-Abos haben wir? 2K-Abos haben wir dabei, ne? Ja. Boah, ab 2K, Digga, und du hast jetzt schon bald 10K. Ach komm, die 9 hat gerade erst angefangen. Mal ja, ganz Gameplay, ich würde dir sogar 1 Million
Abonnenten, sag mal schnell. Geben. Ja. Gönn, auf jeden Fall. Ja, gönn, mancher. Ja. Guck mal, du tust alles für deine Abonnenten. Du hast sogar eine PS4 für die Abonnenten gekauft, eine Xbox One und keine Ahnung. Digga, das hat er sich gut, weil er süchtig ist. Ja, ey, trotzdem, ja. Ich weiß nicht, gleich raus. Entschuldigung. Ja, der nervt, boah. So, ich bin jetzt auch mal weg, ne? Ich muss mal ein bisschen Elektrotechnik lernen. Für was denn? Was lernst du denn? Ja, Elektrotechnik für mein Studium. Ach, du studierst Elektrotechnik? Wirtschaftsingenieurwesen in Richtung Elektrotechnik. Was musst du denn bei Elektrotechnik lernen? Gerade Superpositionsverfahren. Ja, okay, nee, das geht über meine Prozessleiterelektronik-Ausbildung hinaus. Ich kann dir zeigen, wie du Komponentenanschlüsse in deinen Dreamcast reinbaust oder in deinen Super Nintendo. Das kann er. Ich fange da jetzt gerade noch komplett am Anfang an. Ich habe das ganze Semester so ein bisschen verpennt, den ersten Klausurtermin verschoben und in 10 Tagen ist die Klausur. Ja, das ist ja typisch für Studenten, oder? Der Kollege, von dem ich gerade erzählt habe, der studiert hat, ich glaube, der hat 10 Jahre studiert. Oha. 10 Jahre und nicht 1 Euro in der Tasche, Alter, was bringt ihm das? Aber gut, der hat sich zwischendurch immer wieder umentschieden. Er war zuerst so, Politologie, irgendwas mit Politik, dann Sozialpädagogik, dann Medienpädagogik, immer wieder umgeschwenkt. Ein Studium geht dann normalerweise nur 3 Jahre. Ja, aber er braucht 10. Boah, ey. Die erste Diplomarbeit von ihm wurde abgelehnt. Ja, das war irgendwie der Professor, also wenn ich das jetzt richtig auf die Reihe kriege, ich nenne ja keinen Namen, deswegen kann ich es ruhig erzählen. Der Professor, der hat da irgendwie rumkritisiert und mein ehemaliger Kumpel, ist ja nicht mehr mein Kumpel, der kann mit Kritik nicht umgehen. Weißt du, der hat da eine große Fresse. Und wenn ein Professor, der darüber entscheidet, ob deine Diplomarbeit angenommen wird oder nicht, ja, dir irgendwas sagt, dann sagst du nicht, nö, das sehe ich aber anders. Ja, natürlich. Da sollte man immer die Fresse halten. Ja, und na, dann muss er die nochmal schreiben, ich glaube ein Jahr später oder so. Er muss das zu Gutenberg machen. Was musste der? Er muss das wie zu Gutenberg machen. Ihr kennt ja alle den Film Kein Ohrhasen, ne? Da gibt's so mit Gutenberg, da steht kein Doktortitel. Das ist so witzig, Alter. So, nee, alles klar, ich bin weg, ne? Jo, bis dann. Okay, ciao. Hau rein. Ja, tschüss. Ciao. Nee, ich guck diese Till Schweiger-Filme nicht. Ja, die sind sowieso richtig. Nee, guck mal hier, ich hab Koks gefunden. Was mache ich denn jetzt damit? Oh, hier schieß mal eben ein. Oh, der sieht aus wie so eine Ratte. Das ist so ein Ratt-Till Schweiger, Alter. Richtig oft der Bastard, Mann, ganz ehrlich. Der einzige Film, in dem ich den gut fand, war Inglourious Basterds. Genau. Was hab ich gesagt? Der Steglitz, ey. Ja. Oh, das war richtig geil. Vor allem mit diesem Skalp, da, ne? Die waren auch geil, ey. Boah, ich fand die Szene im Keller fand ich so geil, wie der sich immer weiter aufregt über den Nazi da. Boah, das war so geil. Das war wo die sich alle abgeknallt haben. Hä? Wo die so reden und dann ballern die sich alle auf einmal ab. Ja. Weil die erwischt wurden. Ja, boah, das war heftig. Boah, aber wie der sich so immer aufgeregt hat. Da hat er richtig gut geschauspielert. Da fand ich den Tischweiger. Ja, da hab ich ihn mal nicht so als Schwuch gesehen, sondern als. Da hab ich das wirklich abgekauft. Ja. Das war echt super. Aber auch dieser andere, ich weiß nicht, der spielt auch bei Django und Shane mit, ich hab jetzt den Namen vergessen. Bruder Christoph Waltz. Waltz, der war auch richtig geil, Alter. Super der ist auch drauf. Ja. Ich fand den als Judenjäger, fand ich den echt klasse. Ja, aber, ohne Scheiß. Aber das liegt aber auch daran, wie Quentin Tarantino halt schreibt. Ich glaube, das ist der einzige Produzent, wo ich sag, der schreibt Dialoge, der sich halt da am Anfang in die Hütte reinsetzt und der quatscht einfach nur eine Viertelstunde. Ja, das ist so geil. Und es so wird spannend, nicht langweilig, ne? Genau. Ja. Das schafft nur Quentin Tarantino. Er meint also, ja, sie haben schöne Töchter, schöne Milch und so. So eine geile Atmosphäre, wenn die reden. Ich weiß nicht, kennst du den Film Pulp Fiction? Ja, klar. Oh, ja, die Hinkebeinstellung, Alter, ui. Ja, diese Stelle, wo der eine in den Arsch gefickt wird, das kennen wir doch alle. Aber ich weiß auch nicht, die reden so. Ach so, sogar, ja, das erkennst du, so. Das kennst du. Ja, das ist geil. Diese Stelle, wenn ich die mein Leben vergessen würde, das brennt mir an. Warte mal so, wir warten jetzt auf Zed. Da klingelt's, das ist Zed. Das war eine kranke Stelle. Ah, mit Zed, aber was war. Mit Zed.
ist hier so ein perverser Name, ey, ohne Scheiß. Und dieser Schwarze, weißt du, er macht das, er erzählt das ab, so eine Mene Mu, und dann wird der, gerade der ausgewählt, und dann, das, der ist so breit, weißt du, und der wird in den Arsch gewählt, das ist ein bisschen witzig, weißt du? Ja. Der war komplett da, Alter. Auf Fox HD oder so. Auf Fox HD oder ja. TNT HD lief der die Tage noch, da habe ich ihn noch angeguckt. Das Geile ist ja auch, wie sich Samuel L. Jackson, den ich eigentlich hasse, mit John Travolta, wie die sich über Burger unterhalten, wie die sich über Füße unterhalten. Das ist ein ziemlich leckerer Burger. Kennst du? Sag noch einmal was. Das ist die ganze Stelle. Was? Bam. Gibt dir so einen Headshot, Alter. Ezekiel 2517. Immer seinen Todesspruch. Dann hätte man, nachdem er einen tötet, Alter. Dann nennen sie ihn Cheese Royal. Nee, Big Royal, ne? Wie wird? Ja. Devlin 21 findet, der beste Film ist SpongeBob Schwankkopf. Ja. Ich bin ein taubes Nüsschen, der. Du bist ein taubes Nüsschen, der. Oh, ich finde das so geil, wie die über die Grenze fahren wollen. Da überlebst du doch keine 5 Minuten, das wollen wir sehen. Super geil. Game Over? Gibt's den Film Scarface? Ja, den habe ich aber nicht gesehen. So, Moment, ich muss da irgendwie wieder einen hier zufügen. Game Over, guck den an, das ist der geilste Film. Ja, das ist echt der beste Film, Alter. Der ist echt so übel, das ist so ein Klassiker. Jede Sekunde ist richtig spannend. Jede Sekunde. Jede verfickte Millimeter. Sekunde ist spannend. Millimeter. Was sehen du? Al Pacino zu seinen jungen Zeiten, der war auch richtig geil, ey. Aber heutzutage macht er auch nur noch Kackfilme so. Weißt du, damals Der Pate und Scarface, das waren seine besten Filme. Im Auftrag des Teufels. Millisekunde, meine ich. Millisekunde, sorry. Den hab ich nicht gesehen. Der war mit Keanu Reeves, ne? Ja. Da hat Al Pacino auch gut gespielt. Zwar nicht viel, aber das war auch sehr, sehr gut. Heat, auch ein geiler Film. Kennst du den Game Blamer? Nee, Heat habe ich auch nicht gesehen. Ich kenne nur Heat, diese Serie aus den 80ern. Mit der rothaarigen. Ja. So eine Scheiße aus den 80ern und so. Das war doch keine Zeit. Das war seine Zeit, Alter. Ja, Mann. Ja, da war ich noch jung. Weißt du, was mich auch total interessiert, Game Blamer? Ja, was denn? Wie du damals aussahst, als du mein Alter warst, so 17 Jahre alt. Als ich 17 war? Das habe ich gestern aber in einem Livestream doch beantwortet, oder? Da hast du nur beantwortet, was du gemacht hast, dass du den ganzen Tag hier am Reinstecken warst. Warst du fett, Game Blamer? Ich fett? Ich kann mir vorstellen, dass du fett warst, weil alle Typen, die später breit werden, die waren früher fett, genauso wie ich. Früher war ich richtig dünn, da hast du jeden Bauchmuskel gesehen und so. Früher. Ach, so einer warst du? Dann habe ich aber mit 18, ich habe wirklich bis 18 nicht geraucht. Mit 18 habe ich dann angefangen, auf Mallorca natürlich, unter Alkoholeinfluss. Ich fand diesen Nikotinflash so geil, den man am Anfang hat, wenn man das erste Mal raucht. Und dann hat mein Stoffwechsel auf einmal aufgehört. Das war, als wenn er auf die Bremse tritt. Und seitdem kann ich nicht mehr essen, was ich will. Ich nehme sofort zu. Ich auch. Aber so mit 16, 17, ey, ich war nur unterwegs, sag ich mal. Ja. Unterwegs, ja. Da gehen wir jetzt aber nicht weiter drauf rein, ne? Das haben wir ja letztes Mal schon bevor. Nochmal auf die Frage, also hat einer von euch eigentlich noch Fragen, weil ich hier die ganze Zeit im Labern bin, John, nicht du? Weil wenn ihr fragen wollt, dann müsst ihr einfach fragen, ne? Ich will euch hier nicht die Show stehen, so. Ja, du redest wie ein Wasserfall, da kann man nichts dazwischen sagen. Ist so, ja, weil ich und Game Blamer, das ist so eine Chemie, wir verstehen uns einfach mal. Ja, aber einen haben wir schon vergrault. Der Psychopath hat geschrieben, oh Gott, sind die Kinder widerlich, ich bin weg. Schade eigentlich, weil ich finde es eigentlich ganz lustig und ich achte ja darauf, dass es hier nicht ganz unter die Gürtellinie geht. Ja. Devlin fragt, wie viel Mann wir in der Konfi sind. Wir sind momentan 4 und Ronny, falls du zuguckst, ich habe dich hier in die Konfi reingezogen. Du musst einfach nur Anruf annehmen drücken, dann bist du auch dabei. Ne, ich füge dich die ganze Zeit hinzu, aber irgendwie. Ne, du musst annehmen. Gameblamer, hinter dir ist eine Person, pass mal auf. Nee, glaube ich nicht. Doch, guck mal hinter dir. Das siehst du jetzt zeitverzögert, da ist der Witz vorbei. Ich hatte gerade voll Angst, Alter, dass irgendwas passiert oder so. Wie schwul hat das denn geklappt, Alter? Nee, aber mit sowas hinter mir stehen, damit muss man bei mir vorsichtig sein. Ich habe ja einen Hausgeist, das wissen ja die wenigsten. Ich habe ja sogar ein Buch gelesen, wie man mit Geistern reden kann. Hast du es gemacht? Aber warte, jetzt mach ich nicht an, weil du mir jetzt gerade. Ich habe gerade richtig Schiss wegen dir, ohne Scheiß, mach es nicht an. Nee, das Problem ist. Hey, wie geht's so? Bitte? Stehst du eigentlich auf Horrorfilme? Ja, klar, ich guck fast nur Horrorfilme.
Super geil. Und boah, gestern, ich gehe ins Bett, ne? Hier, ich hatte ja die ganzen Livestreams hier mit GoTalk und Tobi. Und danach, ich will so pennen gehen, dann mach den Fernseher an und auf Fox HD laufen die neuen Folgen von The Walking Dead. Wie geil ist das denn? Boah, geil. Vierte Staffel. Aber ich finde, Walking Dead war nur geil, als Shane dabei war, weil das war der geilste. Nee, boah, den habe ich gehasst. Das ist blöder Arschloch. Wieso? Blödes Arschloch ist das einfach. Ich hasse Dale mit seinem Nostradamus-Blick. Nimm die Waffe nicht, vergrab sie im Wald. Der hat ja bei Die Unendliche Geschichte eine der Statuen gespielt, weißt du, wo ein Trio durch soll. Weißt du, wen ich immer richtig geil fand, Alter? Andrea und die Freundin von Glenn, wie heißt die nochmal, die geile Fotze, Alter? Deren Mix fragt, wo meine Chillkatze ist. Sie sind beide im Wohnzimmer, die Tür ist zu. Und der Daremixer85 hat auch gestern die beiden Livestreams gesehen. Finde ich gut. Und er mag Merle. Merle, Alter! Bah. Ja, der war geil, Alter. Auch wenn das voll der Nazi war, aber war richtig korrekt. Ja, gerade das war der einzige Plus. Nee, nein, Quatsch, nein, nur Spaß. Nur Spaß. Ja, weiß ich wohl. Digga, ohne Scheiß, bei uns brauchst du nicht Spaß. Ach, du sagst ja wegen der anderen Zuschauer. Nein, das ist schon Spaß. Keine Ahnung. Ja, ja. Also ganz ehrlich, im Stahlwerk arbeiten ja auch viele andere Nationen. Ne? Und ich muss ehrlich sagen, das sind die besseren Arbeitskollegen. Wir Deutschen, wir haben das nicht so drauf mit Kollegialität und so. Das haben wir nicht drauf. Ganz ehrlich. Das ist ein spannendes Thema, was du ansprichst, Arno Scheiß. Wollen wir uns mal darüber unterhalten, über Ausländer, so ausländische Arbeiter. Ich finde, da hast du auch schon recht, aber manchmal kann ich, also es gibt Dinge, die man mit Ausländern besser machen kann, als statt mit Deutschen. Was ich zum Beispiel lieber bevorzuge. Ja, also zum Beispiel im Puff, ne, so eine Rumänin. Nein, Quatsch, nur Spaß. Nee, guck mal, das Ding ist, ich bin ja, man sieht mir selber an, dass ich kein Deutscher bin. Ich bin selber Ausländer, ne? Ich habe getippt, du bist Inder. Das sagt jeder zu mir. Ohne Scheiß, warum sagst du das? Weil du so ein bisschen nach Inder aussiehst. Junge, ich bin kein Inder, Mann, ich bin kein Curryfresser. Jeder sagt, du siehst aus wie ein Tutorial. Du siehst aus wie ein Tutorial. Ich bin kein Inder, Alter. Ohne Scheiß. Ich bin. Warte, ich kann dir mal erklären, was ich bin, Gameblamer. Warte, Mazedonier. Ja. Nein. Das Ding ist, ich weiß bin Kurde, ne? Afrikaner, nein. Kommst aus der Ukraine, musst zurück mit deinem Panzer, musst ein bisschen kämpfen. Danny ist Pakistaner. Nein, das Ding ist, er ist ein Gameblamer. Ich wollte heute grillen, aber ich kann nicht, weil ich Grieche bin und keine Kohle habe. Wisst ihr Bescheid? Ja, außerdem, das Gyros fällt immer durch die Gitter vor dem Grill, ne? Oh. Dann heißt du Dile Atapopoulos, ne? Nein, ich heiße Athanasius, meine Freundin nennt mich Analblasius. Das ist aber jetzt nicht vorteilhaft, ne, der Name. Nein. Nee, jetzt kann ich nicht mehr ernst reden, ohne Scheiß, ich wollte richtig Gefühle rauslassen, richtig geschmeidig, Junge. Aber, Man merkt, Game hat schon ein bisschen Alkohol hinter das, ne? Ja. Was? Nein, Quatsch, das ist Blödsinn. Aber guck mal, wir verlieren langsam immer mehr Zuschauer, das ist schade. 11 Stück gucken noch zu. Ja, die müssen alle pennen, ohne Scheiß. Nee, guck mal, das Ding ist. Nee, stimmt. Game Jammer, ich hab eine Frage. Ja. Was haltest du von Adblock auf YouTube? Finde ich scheiße, weil ich meine, ich mache YouTube jetzt nicht wirklich wegen Geld. Ich meine, klar, ich habe Werbung angeschaltet, weil ich sehe das so, ich mache da eine gute Arbeit, finde ich selber. Und da steckt ja auch Arbeit drin, ich stecke ja viel Geld rein. Warum soll ich nicht ein bisschen Geld dadurch zurückkriegen? Aber diese Adblogger, die verhindern genau das. Ne? Und ich sag ganz ehrlich, also ein Drittel von meiner neuen Kamera ist durch YouTube Money bezahlt. Beziehungsweise auch die Amazon-Links, aber halt nur ein Drittel, guck mal, von 800 Euro und ich habe 3 Monate gespart. Also da weißt du, wie viel ungefähr für mich rumkommt. Und wenn dann, und das liegt auch hauptsächlich daran, weil Adblogger viel benutzt werden. Ich habe im Monat 130.000 Klicks, davon kannst du mal die Hälfte mindestens runterrechnen, weil die alle Adblogger benutzen. Und das finde ich scheiße. Ja, finde ich auch scheiße.
Auf YouTube habe ich ja extra Adblocker deaktiviert. Ja, Ist ja auch das Einzige. das ist auch sehr, sehr vorbildlich, finde ich gut. Weil Ich habe. du musst das echt so sehen, hinter jedem Video, was du bei YouTube siehst, steckt Arbeit. Ich meine, klar, der eine mehr, der andere weniger. Wenn du dich jetzt, klar, Rageblamer habe ich heute auch eine ganze Staffel an einem Tag aufgenommen, aber ich habe dafür hier vor der Konsole, wie lange habe ich hier gesessen? Ich glaube, ich habe 5 Stunden das Spiel gespielt. Das ist mir auch aufgefallen, als ich dieses Best-of von dir erstellt habe. Das hat ja auch sehr lange gedauert, bis alles gerendert war. Ja, genau, das kommt ja noch dazu, das Cutten, die richtigen Szenen raussuchen, ne, das ganze Rendern. Von Strom will ich gar nicht anfangen. Kein Zocker macht sich Gedanken über die Stromrechnung, das ist Fakt. Oh doch, ich, ja. Bestimmt teuer, ey, Aber ohne nee, ich Scheiß. habe ganz ehrlich, ich habe dieses, letztes Jahr habe ich gut gespart, ich habe über 500 € wiedergekriegt. Das ist gut. Ja, ich habe Das ist gut. nämlich, sonst habe ich immer den PC, der lief rund um die Uhr und seit ich mein Notebook habe, mache ich das meiste am Notebook so, im Internet surfen oder sowas. Nur wenn ich halt sowas wie jetzt hier einen Livestream mache oder Videos rendern und sowas, dann ist der PC an. Ansonsten ist der immer aus. Ja, auf jeden Fall Adblocker, scheiße. Leute, wenn ihr Adblocker anhabt, geht weg. Oh. Ja, dann braucht ihr die Videos erst gar nicht zu gucken. User left the channel. Der Devlan, der ist geil. Ganze Staffel Rageblamer an einem Tag. Respekt, ich wundere mich, dass du noch ganz bist. Ich bin ganz, das Joypad nicht mehr ganz so. Ich könnte, wenn ich ausraste, niemals ein Joypad kaputt machen. Ich schlage immer gegen meinen Kopf. Ja, das habe ich auch in dem Video ganz viel gemacht. Das siehst du da ganz viel. Da haue ich mir den Kopf immer kaputt. Ja. Das ist ja auch übrigens, wer gestern die Livestreams gesehen hat, ich weiß ja, ihr habt die gesehen. Deswegen habe ich nämlich auch gestern 2,5 Liter Energy Drink getrunken, weil ich mir gedacht habe, boah, geil, jetzt noch Koffein draufhauen und dann Rage Blamer, und dann drehst du richtig ab. Ich habe eigentlich gedacht, ich kriege einen Herzinfarkt. Aber ich war so drauf, ne? Dann Rage Blamer, das mache ich das nächste Mal ohne Koffein. Guten Abend, Jay Babbo, schreibt der. Auf jeden Fall. Aber Gameplay mal, ohne mal auf die Frage zurückzukommen, ne? Mit deinen Arbeitskollegen da. Oh. Ne? Wie ist dir das eigentlich aufgefallen, so, dass die mehr so zusammenhalten, so was Arbeit angeht? Das siehst du allein schon, wenn du irgendwie irgendwas hast, du musst jetzt mal nach Hause, weil Notfall in der Familie oder sowas. Na, das ist sehr gut auf meiner alten Schicht. Das ist ein sehr, sehr guter Vergleich sogar. Du kannst nur nach Hause gehen als Kranfahrer, wenn ein Ablöser hochkommt. Ne? Und sagt dann: So, hier kannst du nach Hause gehen, ich fahre für dich weiter. So, wir haben einen Deutschen und einen Türken. Und dann habe ich erst den Deutschen gefragt und der so, nee, ich will heute auch früh nach Ja, Hause. Ne? Und der Türke, ja, okay, machen wir. Ne? Weil die bringen auch eher Verständnis dafür auf und sind halt kollegialer. Die sagen, ey, du bist mein Kollege, wenn du jetzt nach Hause musst, dann muss das halt sein. ja. Und das ist jedes Mal dasselbe gewesen. Hast du den Deutschen gefragt, hat der gesagt, nee, was soll ich denn hier noch machen? Ich löse alle Kräne ab und dann soll ich noch in den Feierabend hier bleiben. Und der türkische Kollege sagt, ja, okay, wenn es sein muss, dann gehst du halt. Das ist manchmal, guck mal, das Ding ist auch. Was ich Aber mir dabei das ist ja vor. nicht bei allen so. Nee, natürlich. Also egal was Aber wir. Es also bei gibt. uns schon, also die wirklich, die Deutschen, die kannst du alle in die Tonne kloppen. Ja, zum Beispiel mein Nachbar, der ist auch Deutscher, ich finde, der ist richtig korrekt. Ja, aber Also. guck mal, Jan, das ist so. Es gibt ja immer diese Diskussion zwischen Deutschen und Ausländern. Und da ist immer einer, der das Argument bringt, aber nicht jeder ist so. Natürlich ist nicht jeder so. Aber wir reden jetzt gerade von einem bestimmten Umfang. Bei mir ist das lieber so. Ich habe da auch, also ich bin da selber Ausländer, ne? Und also Echt? beziehungsweise. Ich glaube, du bist Inder, ne? Ich habe ausländische Wurzeln. Nee, guck mal, das Ding ist, was viele Deutsche oder allgemein so nicht nachvollziehen können, ist manchmal so die Lebensweise der anderen Religion. Das könnte ich mir, wenn ich persönlich Deutscher wäre, auch nicht so nachvollziehen. Das Ding ist ja, ich persönlich, also ich bin Kurde, ne? Aber es gibt ja die muslimischen Kurden und die jesidischen Kurden und ich bin ja Jeside. Und bei den Jesiden ist das so, die haben mehr Freiheit. Die dürfen eigentlich alles machen, was sie wollen. Und es ist immer so eine Sache der Eltern, wenn ich jetzt eine Deutsche poppen will, sage ich, Mama, hier, komm, da kann ich mal ficken gehen, ne? Sagt sie, ja, habe ich nichts gegen, solange sie nett zu dir ist, ne? Und zum Beispiel jetzt bei vielen Muslimen ist das ja so, auch bei den Jesiden, ne? Da hörst du ja auch immer, ja, der und der hat Ehrenmord gemacht, also das soll jetzt kein Vorurteil sein gegen Muslime, um Gottes Willen. Machst du den Ramadan?
Nein, ich mach sowas gar nicht. Digga, ich esse auch Beef, ich mach alles. Ich trinke auch Alkohol und keine Ahnung. Also, mein Lifestyle ist wie ein Deutscher. Aber was viele Deutsche nicht nachvollziehen können, ist halt jetzt zum Beispiel der Lifestyle so von den Muslimen. Da denken sich die Deutschen zum Beispiel, ja, was soll das denn? Die haben da Kopftücher auf, die dürfen ja nichts machen, die Frauen. Aber bei denen ist das halt so. Und deswegen, Ich dachte, ihr das wisst sind denn ja, so. ihre Haare. Nein, Quatsch, Aber diese Vorurteile, die sind halt ein großes Problem in Deutschland, auch in der Gesellschaft, weil es werden ja, man hört immer wieder, das deutsche Volk stirbt aus, weil es immer nur noch Ältere gibt und das liegt aber auch immer mehr. daran, das liegt aber auch daran, weil du viele Negativbeispiele hast und die gerade groß in die Presse immer kommen. Jetzt Ja. mal großes Beispiel, ist ja kein Geheimnis, dass ich Duisburger bin und wir haben hier das im Moment dieses ich sag mal jetzt in Anführungszeichen vorsichtshalber mal Rumänen-Problem. Ja. Dann werden alle Rumänen in eine Tonne gekloppt. Da wird gesagt, alle Rumänen sind faul, alle Rumänen sind kriminell und so weiter. Weil nun mal jetzt hier im Moment haben wir viele Flüchtlinge, wir haben hier ein Wohnhaus, da passen normalerweise 14 Parteien rein. Da sind 680 Rumänen in diesem Haus. Und die sind alle unter sich, ne? Die müssen sich nicht integrieren, die können unter sich Rumänisch reden, schmeißen den Müll auf die Straße, klauen Ja, an, das ist. überfallen an den Sparkassen die Opas und Omas, ne? Und dann wird Ja. sofort gesagt, ja, guck mal hier, die Rumänen, ach, das Pack hier, die Zigeuner und sowas, ne? Das kannst du Ja. so nicht verallgemeinern, aber du hast halt diese Negativbeispiele in der Presse. Wenn jetzt ein Rumäne hingeht und hilft einem Alten über die Straße, das kommt nicht in die Zeitung, ne? Es kommt nur in die Zeitung, Na, wenn er jetzt den natürlich. Alten dazu an der Straße zusammenschlägt und das Portemonnaie klaut. Ja, Ja, aber das Ding ist. dadurch haben wir Meinungsbildung. Aufmerksamkeit. Das, nee, Ja. guck mal, das Ding ist, der Begriff, den du gerade nennst, das nennt sich Meinungsbildung. Du bist doch immer wieder im Fernsehen. Zum Beispiel, es gibt ja manchmal diese Fernsehen, und da werden Mordfälle und so gezeigt. Und ich finde, das Fernsehen trägt eine Menge dazu bei, dass der Hass, so sag ich mal, der sich gegen die Ausländer so immer, der wird immer stärker dadurch, weil du hörst immer wieder im Fernsehen, ja, drei ausländische Jungs haben einen deutschen Jungen zusammengetreten und haben sein Geld geklaut. Da wird aber auch nie so gezeigt, also das soll jetzt kein Vorteil gegen Deutsche sein, da wird nie gezeigt, wo mal drei Rechtsradikale den Ausländer verkloppen, weil das will niemand sehen. Ja, Da, wo sie sehen, Ausländer. Ja, hab. das Problem liegt aber auch, und jetzt wird es ja richtig ernst hier in der Ja. Politik, weil Ja. die einfach nichts machen. Weil, guck mal, zum Beispiel jetzt hier, ne, mit der Europa, ne, mag das noch so toll sein mit dem blöden Euro. Die Meinung vertrete ich nämlich gar nicht. Aber jetzt sind die Grenzen offen. So, und dann zeigen die Berichte im Fernsehen, ne, dass jetzt eine Nationalität, ich will jetzt keine da fest. Schreiben, weil ich war ja schon beim Staatsschutz zum Verhör, dass ja, die beantragen ihr Kindergeld schon in ihrem Land und kommen dann Ja. hierhin, ne? Oder jetzt können sie auch ihr Arbeitslosengeld, ihr Hartz IV schon im Ausland beantragen, dann kommen die hierhin und kriegen Hartz IV. Und das finde ich einfach scheiße. Da hat die Politik geschlafen, ne? Dass man jetzt sagt, ne, Ja. okay, das finde ich nämlich gut, das finde ich gut, dass die Schweiz das gemacht hat, ganz ehrlich, dass man jetzt sagt, okay, du kommst hier in das Land rein, aber du kommst hier rein, wenn du einen Job hast. Ja. Ne? Das Ding ist, Ja, viel besser. ich finde es auch als wir, die Steuerzahler, ich muss ja auch bald Steuern zahlen, wenn ich arbeiten gehe, ist das natürlich eine Frechheit. Und ich bin ganz deiner Meinung, also da, man sollte den schon aufwendig genehmigen, aber nicht gleich hier wie die Made im Speckhaufen hier liegen lassen, weil das Ding ist, wir bezahlen das ja im Endeffekt alles. Aber man Ja, muss es auch so richtig. sehen, man muss es auch so sehen, in deren Land, ne? Ich will denn nicht wissen, was für Umstände das sind. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Pakistaner herkommt oder ein Iraker, kann ich das auch nachvollziehen, egal aus welchem Land, weil meiner Meinung nach ist Deutschland das beste Land auf der ganzen Welt. Mir würde Immer es so. nirgendwo besser gehen, nirgendwo. Ich würde mich nirgendwo sicher fühlen als hier in Deutschland. Und ich kann auch wirklich nachvollziehen, wenn Leute herkommen und sagen, ja, ich will hier leben und ich habe auch keine Vorurteile dagegen. Aber was ich immer schade finde, ist die Leute hier. Also ich als Ausländer sage, ich bin froh hier zu leben. Ich will hier einfach nur mein Leben leben, ich will mein Geld machen, ich will hier einfach nur glücklich sein. Aber Ja. heute, da war ich in Oldenburg, ne? Und dann kamen so drei, nee, das waren vier Ausländer Jungs und alle so 12, 13 auf dem Boden und so. Da dachte ich, was ist asoziale Bastarde. Man muss sagen, es gibt asoziale, ich sage jetzt ganz bewusst auch aus einer Kanaken, weil sonst würde dieses Vorurteil nicht entstehen. Und dann denke ich immer so, wenn du solche siehst, solche Aslak-Dullis, ja, dann denken die anderen Deutschen, ich bin auch so einer. Egal was für gute. Delil, passe auf deine Aussprache auf, bitte. Entschuldigung, ja.
Es regt mich aber auf. Für die Zuschauer, ich bin selber Ausländer, aber wenn man da jetzt solche sieht, dann denken die anderen auch, ja, der ist genauso einer. Das würde ich persönlich auch denken. Das ist einfach so. Und das finde ich halt immer schade, dass die Leute, die hier schon leben, das nicht wertschätzen. Das pisst mich an. Ja, das gleiche Beispiel ist auch im Bus. Zum Beispiel, eine alte Frau, da will sich hinsetzen und der Türke da oder so, als Ausländer, macht keinen Platz. Ja, machen aber auch viele Deutsche nicht. Ja, natürlich, das ist ja nicht nur auch die, aber ich weiß, worauf der Can hinaus will. Das sind immer so, ich verstehe auch nicht so, warum manche sich einfach nicht benehmen können, so. Das, ich rede mich ja nicht über diese Leute auf, sondern das Bild wirft ja auch, das wirft ja auch ein Bild auf mich, verstehst du? Weil, das ist ja so, wenn du jetzt zwei Schwarzköpfe siehst, ja, dann weißt du nicht direkt, der ist Iraner und der ist Iraker oder so. Das sieht ja für dich alles gleich aus. Das ist wie bei den Chinesen. Beides. Da fällt's auch nicht auf. Ja, das sind immer diese Vorurteile, ne? Ja, das sind Vorurteile. Da sagt schon keiner. Schwarze Haare, braune Augen. Dann gehe ich erstmal hin. Ja, hey, hast du Bock auf einen? Ja, aber wenn ich dann ein Problem mit denen habe, dann sage ich, hey, willst du nicht mal hier mit mir einen Curryhuhn essen? Bist doch Inder, oder? Ja. Junge, wenn ich jedes Mal einen Euro kriegen würde, wenn man zu mir Inder sagen würde. Ich ohne Scheiß, aber Gamescom, wenn es das gibt, ich kauf dir einen Curryhuhn. Du bist so ein Arsch, ne? So ein Teller, Alter. Wie der lacht, Alter. Geil, das war einfach nur geil. Game über Lass es raus, damals, ich weiß noch damals, als ich, ihr kennt ja bestimmt alle den Laden, Vapiano, kennst du den Gameblamer? Nee. Oh. Ne? Das ist so eine Kette hier das ist so ein Restaurant, das ist halt, da wird dann dein Essen vor den Dings zubereitet, vor deinen Augen und so, ist halt ganz modern. Und ich habe dann mein Praktikum gemacht und ich schwör's, ich musste mit 7 Indern zusammenarbeiten. Mit 7 Indern, Gameblamer. Und natürlich dachte ich, ich wäre auch. Ja, hör zu. Da meint der Typ so, ja, guter Partei, was laberst du? Wollen kaufen Rose? Rose kaufen? Dann sagt er so, du nicht Inder? Ich so, nein, ich bin kein Inder. Oh, okay, dann komm mal, ich dachte, wo der geht und du. Er redet den ganzen Tag so, ne? Ohne Scheiß, der hat mich so aufgeregt, ne? Und dann wollte er dich nicht mehr in seinem Musical haben, ne? Oh, indische Filme, Sharon Khan und so. Pass auf. Das Ding Hollywood. Ist, ich musste fast die ganze Woche lang haben diese Inder hinten in Pause und Pause gemacht und ich musste alleine die Kasse da bedienen. Und ich so, ey, Deli, da kannst du Feierabend machen, okay? Die reden genauso. Weißt du, was ich am letzten Tag gemacht habe, Gameblamer? Am letzten Scheißtag. Gekündigt? Nein, das war ein Praktikum. Dann kam eine Oma zu mir und sagte so, ja, ich hätte gern eine Currypizza, ne? Extra bewusst, ohne Scheiß. Und Ananas und so ein Scheiß, ja, mache ich ihn, ne? Und die hat sich gewundert, was, der kann ja Deutsch sprechen, ne? Und dann sagte sie so, Dili, Mama Currypizza für sie. Hab's gemacht, Gameblamer, ich hab's gemacht. Eine extra große, weil sie letzte Mal war, ne? Nach 20 Minuten kommt sie wieder. Ein Stück noch drin auf dem Teller, sagt sie, die Pizza hat mir nicht geschmeckt, ich möchte mein Geld zurückhaben, ne? Pass auf, Digga. Warte, du hast aufgegessen, warum ich bin nicht auf, weil du bezahlt bist, du musst bezahlen. Hat er so aufgekriegt und ich hab die Chance ausgedacht, ich so, ups, 5 Uhr, ich hab Feierabend. Bin erstmal in den Kühlraum gegangen, ne? Ich schwör's dir, Gameblamer, da war so eine Riesenschüssel voller Curryhuhn, wo du es gerade gesagt hast, ne? Ich hab da reingerotzt mit meiner Schnodder. Ich hab da reingerotzt, ist so ihr dreckiger Bastard, Alter. Ich hab meinen einen Nasen noch zugehört, ich hab so reingeballert, Alter. Und ist ja nicht noch drauf gewichst, aber ich hatte gerade kein Ding. Dann hab ich zugemacht, hab mich angezogen. Bin nach Hause gegangen. Mein Hände haben so noch Curry gestuckt, ne? Und dann war es endlich vorbei, Alter. Das war mein Praktikum beim Piano, wo du Inder sagst. Jetzt hoffe mal, dass der nicht zuguckt, hör mal. Der hieß Giel. Da waren drei Inder, die hießen Sink. Drei Stück. Du rufst Sink, ja? Alle drei drehen sich. Ich kenne tatsächlich persönlich auch eine, die Sink heißt. Mit Nachname aber, ne? Sing, ne? Ja, genau. Das ist bei den Indern wie bei uns Müller. Als Nachname. Ja, da vor allen Dingen, da gab's Sunny Singh, falls sie zuguckt, hallo, eine ehemalige Promoter-Kollegin aus Kalaratyada. Läuft bei dir. Oh. Hardcore. Läuft. Ich hasse Bollywood-Filme auch ohne Scheiß. Schau, kacken, na man ohne in der Maschakotte. Er läuft die Straße runter, na man ohne in der Maschakotte. Er holt sich herunter, oi, oi.
Die ganze Zeit sind so. Und die Frauen haben alle die gleiche Stimme. Und Shao Kahn. Die ganze Zeit die gleiche Scheiße, ey. Also mir kommt, jeder Bollywood-Film vor wie eine Biografie von mir. So gehe ich auch den ganzen Tag die Straße lang. Muss nur mal joggen sehen. Dann gehe ich zum See. Hallo, hallo, hallo. So habe ich auch den Kackvogel, das war nur gerade bei einem Sing, bei einer Singpause, da habe ich den Kackvogel aufgenommen. Oh, beste Video. Da kommt, ja, sehr gut geschnitten. Ich freue mich schon auf die, ich habe ja schon wirklich andere Teile geplant, die werden richtig geil. Ja. Da hat sich ja Shorty tatsächlich auch gestern ja zu bereit erklärt. Ich will ja auch Unbekannte Tierwelt, das Nilpferd in der Achterbahn drehen. Und da will Shorty von Apple War, der will ja dann ein Nilpferd-Kostüm anziehen und für mich das Nilpferd spielen. Ich kann ja für mich ein Inder-Kostüm anziehen. Das Inder-Kostüm, das hast du noch den ganzen Tag an. Oh, Scheiße. Damit wird er mich den ganzen Tag so aufsetzen. Ja, den Witz, Alter, den wirst du jeden Tag hören, Alter. Wenn ich mein Leben lang von ihm hören, ohne Scheiß. Du bist so dreckig, der ohne Scheiß, Alter. Wenn ich mal irgendeinen finde, der so aussieht wie du, ne? Außer Nico von GTA oder dieser Jason Statham. Wenn ich mal einen finde, der so aussieht wie du, ne? Egal, dafür habe ich ja dieses Erdbeerkopf. Vergesst nicht Cole McGrath von Infamous. Ja, stimmt. Oh, das stimmt. Guck so, Alter. Oh mein Gott. Alle Weltsgesicht. Aber ey, ohne Scheiß, wenn wir auf so einer Gamescom sehen, dann sage ich, ja mal, Delil ist schon wieder Karneval. Nee, wieso das denn? Warum hast du dich als Inder verkleidet? Du bist so ein Wichser, ne? Guck, wie dreckig er lacht, Alter. So lachen habe ich noch nie gehört, ey. Hör auf zu lachen, Junge, ohne Scheiß. Das wird so geil, ey. Ja. Ich, Digga, ohne Scheiß, ich hoffe, ich kann dieses Jahr kommen. Ich hoffe es so sehr, ne? Warte mal, was hatten jetzt gerade? Ach so, Amina. Ah, ne, ja. Amina ist übrigens, die ist gerade jetzt online gekommen bei Skype. Das ach, ist ja, die ist sehr lustig. Da habe ich ein Foto irgendwo auf der Gameblamer-Seite. Da hat sie nämlich draußen gestanden und ich war drin bei der Aftershow-Party vom Webvideopreis im UFA 8. Ja, da wollten die nämlich rein und sind aber nicht reingekommen. Da waren drei Mädels. Dann habe ich so ein Foto von denen gemacht, wie die da draußen stehen. So, hallo. Und übrigens, oh, Knickkopf. Wann ist denn dieses Jahr die Gamescom? Die ist Mitte August. Und ich bin jeden Tag da. Also wer mich sehen will, jeden Tag Gameblamer auf der Gamescom. Und nimmst du echt ein Video auf, wenn ich und Kevin komme so? Dürfen wir da die ganze Zeit beide chillen? Ja, ich weiß nicht, da muss ich erstmal die indische Botschaft anrufen, ob ich dich filmt. Du bist ein dreckiger Wichser, Alter. Ich bin ein dreckiger. Nein, natürlich. Wir machen das schon. Wir machen zusammen was. Das wird so geil, ein Tag mit Gameblamer. Ey, ich komm nur, ich scheiß auf dich Spiel, ich komm nur wegen dir. Gameblamer, wenn wir uns dann sehen, ne? Ja, wenn du noch nicht 18 bist, ist das hier so. Lass da mal indisch essen gehen, ich kenne ein gutes Restaurant. Gibt's da auch Curryhuhn? Wir hören jetzt auf, komm. Dietlia, komm. Christa ist so schläge, wenn ich ins Leberzimmer komme. Auf jeden Fall, für den Delil ist da ein Kommentar im Chat von Knickkopf. Delil, ich kenne aber auch deutsche Spasten. Ich sag nur Schaffer aus Edewecht. Ja, da will ich mich jetzt nicht zu äußern, aber ich glaube, apropos Knickkopf, liebe Grüße an Torben, den Kokosnusskopf, wo wir gerade schon Kopf sagen. Ja, da möchte ich mich aber nicht zu äußern. Ich weiß wohl, was sie damit meinen, aber kann man nichts machen, mein lieber Knickkopf. Er sagt nur Arafat. Ich frage mich gerade, ob sein Penis auch geknickt ist, aber das glaube ich nicht. Na, so. Delil. Entschuldigung, das ist ein Kumpel von mir. Wir können rassistische, aber keine sexistischen Witze machen. Okay. Devin21, ich gehe auf jeden Fall zur Gamescom, hoffentlich sehe ich dich da. Ja, also musst du auf meine Facebook-Seite einfach, ich werde mal hinschreiben, wo ich dann so ungefähr bin. An einem Tag werde ich auf jeden Fall so einen Timeplan machen, so einen Zeitplan, wo ich mich wann aufhalte. Ich denke mal, ich werde mich auch am Vita-Stand natürlich aufhalten, weil viele von meinen Abonnenten ja von der Vita herkommen. Obwohl letztes Jahr, habe ich gehört, war der richtig scheiße. Ach ja, Gameblamer, eine Frage kurz. Ja. Dürfen wir vielleicht noch einen großen Fan von dir hinzufügen? Also von meiner Seite aus ein guter Kumpel von mir, mit dem war ich in der Stadt und der ist ein richtig guter, also richtig großer Fan von dir und da sagt er auch, er will unbedingt mal mit dir skypen, wenn ich den gleich vielleicht reinziehen könnte. Ja, wenn er sich benehmen kann.
Ja, der ist nicht so wie ich. Ist das, Lass mich raten, Yannick Gamer. Berger. Ja. Woher kennst du ihn? Yannick Berger. Kennst du ihn aus Indien oder? Oh. Ey, wenn der Yannick, wenn der Yannick jetzt als erstes sagt, Hallo, ich bin der Yannick, ich komme aus Indien. Ey, der ist Zigeuner, ne? Über den machen wir uns den ganzen Tag lustig. Du musst, Gameplay, was tust du mir eingefallen? Was Sag denn? schon gleich einmal zu Yannick, Yannick, wo ist dein Bollerwagen? Der lacht sich tot, ohne Scheiß, der lacht sich tot. Okay? Ja, okay. Aber der Bastard, sorry, ich rede immer so mit ihm, ohne Scheiß. Er wird auch gleich sagen, Ja, aber ja. Guck mal, es gucken ja auch noch andere Leute zu. Ja, eben direkt pimmeln. Genau. Ob man mit 15 auch schon in die Halle kommt, Julian. Julian, mit 15 kommst du auch schon in die Gamescom. Nur du kannst halt verschiedene Spiele nicht antesten, die ab 18 sind. Da kriegst du extra so ein Bändchen am Eingang, wenn du bei der Gamescom reinkommst. Das ist, glaube ich, grün, rot und gelb oder irgendwie sowas. Und je nachdem, welche Farbe du hast, kannst du die und die Spiele gucken. Aber du kannst mit 15 natürlich auf die Gamescom gehen. Da gibt's. Aber schon als scheiß Spiele, ne? Ja, Eben, aber kann eigentlich ein anderer. da kannst du halt hier den Wirtschaftssimulator spielen Oh, oder Barbies Reiterhof. Aber, ja. Aber es geht ja aber richtig ohne Scheiß. Barbies Reise nach Indien. Barbies Curryhuhn-Küche. Ja, Junge, Alter. Der geht richtig ab, Alter. Er ist auf Alkohol, der geht ab, er ist. Ja, ich habe ja schon wieder, jetzt habe ich hier die nächste Flasche schon wieder auf. Die alte ist ja schon wieder alle. Game. Boah, wie viel trinkst du? Ja, das Problem ist, ich merke das gar nicht so dolle. Weil ich so viel trainiere, ohne Scheiß, wenn du viele Muskeln hast, dann wird der Alkohol total schnell abgebaut. Ich merke das nicht so. Die Alkopops, die haben ja nur 5,9% pro Flasche. Das ist jetzt die 1, 2, 3, 4, 5, die sechste Flasche. Läuft bei dir Hashtag YOLO. Game, was hältst du von der Muss man PS lachen. Vita? Ich finde die Vita total geil. Das ist der beste Handheld, den man haben kann. Nur schade, dass es dafür so wenig geile Spiele gibt. Ah, das hab ich auch richtig auf. Ich habe mir eine wieder zugelegt, ne? Und das regt mich richtig auf. Das ist so ein geiles Ding, aber wenn du das nicht aus, die Dudes, ey. Du guckst dann Man kann nur so. Pornos und guckst dir YouTube-Videos an. Ja. Gameblamer, Hintergrund, Wallpaper, überall. Hab ich ein Bild von dir, ne? Der hat so viele Bilder von dir, immer wo du witzig guckst und so. Na, dann kennst du das bei der CBBC-Views, da grinst du doch immer so, ne? Weil das als Thumbnail benutzt, ne? Da drück ich Ja. mal auf Stopp, mach einen Screenshot und nimmst mal als Hintergrund, Alter. Hoffentlich hast du keine Screenshots von gestern gemacht in den Livestreams. Ich sah so beschissen aus. Ich habe mir die im Nachhinein nochmal angeguckt. Ich habe ja die ganze Zeit gechillt, wie so ein. Dass mich keiner das Chamäleon genannt hat gestern Abend, hat mich gewundert, ey. Komödie. Oh, da ist ja Game Chamäleon oder sowas. Hallo Gameplay, ich bin dein größter Fan. Freue mich, dass du zuschaust. Danke. Hier habe ich ein Chamäleon für dich von Indian. Hallo Gameplay, mach du Teppich, ich mache eine ganz gute. Habe ich ganz viele Kinder gemacht. Deutschland, mein Geld ist knapp. Ich zock euch einfach ab und sag, dass ich 7 Kinder hab. So viel hab ich getrieben, doch meine Kinder sind in Indien geblieben. Ja, also, ne, dazu Kennt ihr ein das Lied nicht? Thema. Nee, ich kenne nur Doch, klar, Blank. Arbeitsamtlose. Ich kenne nur Was? Blank von den Lochis. Was für eine Stille gerade nach diesem Lied, ohne Scheiß. Oh, doch, ich mag die gar nicht. Ja, ich mag halt Bollywood-Lieder nicht so. Ja. Das ist dieser Witz, das ist so ein Insider jetzt, ne? Du wirst ja nicht mehr los. Den werde ich nicht mehr verlieren, ohne Scheiß. Game Dämmer. Ja. Kennst du InScope 21? Ja, den kenne ich. Der etwas mehr trainiert und dann so lustige Videos auch macht, ja. Habe ich schon Ja. ein, zweimal gesehen. Hast mir, glaube ich, auch einen Link mal geschickt, ne? Ja. Ich finde, der ist richtig lustig in Ja, seinen Videos. das ist ein cooler Typ, auf jeden Fall. Finde ich nicht Ey, schlecht. Game Lemmer. Ja. Wie kamst du überhaupt auf den Namen Game Lemmer? Ja, also eigentlich wollte ich auf YouTube erstmal nur Let's Plays machen und dann dachte ich mir so, wenn ich kaputt gehe, dann gebe ich die Schuld einfach dem Spiel und dann nenne ich mich Gamer Blamer. So hieß ich nämlich zuerst. Und dann habe ich mir aber irgendwann gedacht, so, das ist ein blöder Spruch, wenn du im Spiel sagst, so, ich bin kaputt und nee, Quatsch, ich gebe die Schuld den Leuten, die zuschauen, so, den Gamern.
So, dann habe ich immer so einen blöden Spruch gemacht. Das war bei ein oder zwei der ersten Videos irgendwie so. Ja, ich bin kaputt gegangen und ihr seid schuld, denn ich bin ja der Gamer-Blamer. Und dann dachte ich mir, boah, das ist aber total scheiße. Hört sich auch kacke an, irgendwie so ein Stolperstein-Gamer-Blamer. Und dann dachte ich so, ja. Game-Blamer. Das ist so, das geht so fließend. Das geht einfach so von der Zunge, hört sich gut an und ja, so ist das ER in der Mitte Jolo. Weggefallen. Wie so eine Wurst, die du richtig gerade auch. Ja, eine Wurst ohne ER. Eine, ja. Da fällt mir jetzt nichts zu ein. Naja, auf jeden Fall so bin ich dazu gekommen. Ich hieß ja eigentlich zuerst, ich habe ja vorher einen anderen Kanal bei YouTube gehabt, und zwar Best Flower und ja. Pepe Damastus. Und die der Name ist so geil. Oh, Pepe Damastus, ey, das ist so ein geiler Name, ne? Ich liebe deine Lieder, die sind so geil, Alter. Die habe ich alle offline genommen, sind alle nicht mehr online. Ja, wieso? Ich sehe mal das Video privat, ich hol dann immer. Hä, welches Video privat? Ja, manchmal auf seinem Channel steht er manchmal privat oder so, das nervt. Mir schreibt gerade einer zu mir, der Livestream ist so geil, ich stelle den auf YouPorn. Ja, dann sollten wir es vielleicht nochmal ausziehen. Ja. Bei wem ist denn deine... Ist er die wieso Mutter? Kevin, ist das seine Mama? Ist unsere Mama, glaube ich. Wieso habt ihr kein Holz geholt? Das ist nicht mal, hallo, wo ist das Essen? Wie, warum hast du kein Holz geholt? Warum hast du kein Curry bestellt? Müsst ihr raus voll vors Haus und Holz kloppen? Nein, wir haben in der Garage zu viel Holz. Stefan, Freddy. Ja, indische Birke. Freddy. Ja? Bestell mal schöne Grüße, du, ein Entertainment von mir. Was? Bestell mal schöne Grüße, du, von mir. Ja, hallo, okay, Lan, Tam, Lan, Peter Pan, mache ich. Gameplay, mal, wann hast du mit YouTube angefangen? Mit YouTube habe ich angefangen vor. Also, ich zähle jetzt nicht die Musikvideos, ich zähle jetzt die Gameblamer-Videos, ja. Das war im Oktober 2012. Ah, okay. Den Bestflower-Kanal gab es schon früher, weil ich habe da einfach. Da war immer nur ein Thumbnail, ne, irgendwie so ein Bild, und dann habe ich einfach meine Hardstyle-Lieder und so weiter hochgeladen. Einfach nur die ganze Zeit immer das Standbild. Aber das lief halt nicht so gut und. Fand ich auch jetzt selber nicht so toll. Jetzt baue ich die Hardstyle-Lieder immer in meine Rageblamer ein und irgendwann kann ich ein Album rausbringen, das nenne ich dann auch Rageblamer, da sind alle Hardstyle-Lieder drauf. Da freut sich der Delil auch. So, ja. So Bollywood-Hardstyle. Ohne Scheiß, ich hab ja bei Rageblamer habe ich ja Wind It Up von mir genommen, ne? Das ist ja schon eigentlich ein geiles Ding, aber jetzt habe ich ein anderes reingenommen bei der dritten Staffel. Das ist so geil, das Lied. Ich wollte eigentlich eine ganze Folge nur mit diesem Lied untermalen, aber dann würdest du mein Gequatsche nicht mehr hören. Aller Gameblamer, mal eine Frage an dich, ne? Zwei Fragen. Nee, erste Frage, wie? Das schaffe ich nicht mehr. Das, also zwei Fragen sind jetzt für mich vier. Wie lange soll der ganze Spaß hier jetzt eigentlich noch gehen? Hast du eigentlich feste noch, Zeit? Ja, ich habe mir so gedacht, noch 9 Minuten, dann haben wir 2 Stunden voll. Ich kann dir den Commander Krieger noch reinziehen, der ist gerade online gegangen. Zieh mal rein, ohne Scheiß, zieh nein, mal rein. Nein, nein, ey, der tötet mich. Das, ey, der ist so witzig, ne, ohne Scheiß. Ich liebe seine dicke Lache. Auf jeden Fall, ach, jetzt wollte ich dir was fragen, das habe ich aber vergessen. Ohne Scheiß, jetzt habe ich es vergessen, ey. Ah, vielleicht, womit hat das zu tun? Vielleicht, wie man Curryhuhn macht, da ich dann ein Video zu mache? Ich bin kein scheiß Ender, Junge. Jetzt sagt jeder zu mir, das aussieht wie so ein Ender, ne? Nein, überleg nochmal. Wenn du wachsen willst, vergisst du das schon. Nee, der Krieger, der mag das nicht, wenn man den so überrascht. Ich schreibe den auch immer, wenn ich mit dem reden möchte, erstmal an über Skype. Und dann, meistens, wenn er mit einem reden möchte, dann ruft er einen auch an über Skype. Ja, ich hasse das immer, dieses Gefühl, wenn du mit jemandem skypen willst, schreibst du ihn an und hoffst, dass du dich nervst oder so. Ach, mich kannst du immer anschreiben, mich nervst du nicht, weil meistens sehe ich das eh nicht, wenn man mich anschreibt, weil ich irgendwas hier am Cutten bin oder so. Ja, das dachte ich mir gerade auch, als ich dich vorhin angeschrieben habe. Und dachte ich, du musst irgendwie wieder was machen oder so. Oh, hier schickt mir gerade einer indischen Rap. Ich krieg voll die indischen Spam-Mails weg, die ohne Scheiß. Das hast du jetzt weg. Die Linda. Vielleicht solltest du deinen Kanal so umbenennen, die Linda. Perfekt, Mann. Junge, ich hab mich noch nie so dreckig lachen gehört, Alter. So wegen diesem komischen Indergelaber. Das ist halt lustig. Ich fand vorher nicht so lustig, weil wir immer geredet haben. War immer so traurig eher. Nein, habe ich nichts gegen, Alter. Du hast auch so ein Erdbeerkopf-Gameblamer, ohne Scheiß. Richtig so süß wie eine Flasche. Ohne Scheiß, ich möchte mal gerne deine Glatze mit so einem Poliergerät wieder kriegen. Ich hab keine Glatze, das sind doch Haare. Ich weiß, Hier. Weil deine ist schön so kahlen Stellen, so richtig schön so einmassig mit Vaseline.
Du bist so dreckig, wenn du das, ne? Ich mit weiß. Indischer mit indischem Pferdebalsam. Tiger-Balsam. Ja, Mann. Ey, aber Indien ist auch irgendwie mega überbevölkert und so was, ne? Das ist da überall voll. Ja, und ey, weißt du, was das Schlimme ist? Das sind alles Inder. Ja, ist echt. Vor Nein, kurzem hat mir wir wollen nochmal festhalten, dass wir nichts gegen Inder haben, dass das einfach nur ein Running Gag ist, der aufbaut, falls man jetzt reingeschaut hat, auf Dilits Herkunft. Er kommt von New Delhi. Ja, New Delhi, Alter, das passt noch. Ey, ich komme aus Alt-Delhi. Ah, ja. Oh, geil. Nee, der war schlecht. Der war schlecht. Ja, in Englisch hat mir das Thema in Indien. Und jetzt, ich weiß gar nichts mehr darüber. Habe ich alles vergessen. Kannst du mich fragen, ich weiß alles. In Wolltest gerade auch sagen, Gameplayer, ne? Ja, in Inderin. Oh, ja, nee, ich glaube, wir müssen okay, jetzt. Okay, wie viele Einwohner hat die Stadt Indien? Zwei. Ich finde Indien. Zwei. Jetzt, wo ich mit meinem Wissen angegeben habe. Lass uns mal langsam zum Ende kommen, weil ich muss auf Toilette und das ist blöd, wenn man im Livestream rausrennt. Was habt ihr denn noch alle so zu sagen? Also wir wissen jetzt, in Neu-Delhi wohnen zwei Leute. Fangen wir einfach an. Ich weiß, du hast immer viel zu sagen. Du kommst als Letzter, okay? Okay, mein Bester. Dann kannst du ausschweifen. Ich habe noch eine Frage. Okay. Danke, Max. Wann kommt das nächste Abo-Teilen oder so? Abo was? Abo-Teilen, also wo du mit Abonnenten teilst. Ach so. Ja, gucken wir mal, ne? Ich habe ja noch 4 Wochen Krankenschein, da wird bestimmt noch was gehen. Da läuft doch was. Ja, das kriegen wir schon hin. Wenn dann Facebook-Seite. Wo kündigst du das denn eigentlich an? Auf meiner Facebook-Seite. Dann schreibe ich das ne, mal vielleicht auch ein bisschen früher als heute. Heute war ja eher so eine spontane Aktion, hat mich der Delil so ein bisschen draufgebracht. Muss man ihm jetzt mal zugestehen. Ich habe mich aber gewundert, wie schnell die Messages aus E-Mail, aus Indien hier so rankommen in Deutschland, ne? Ja, das ist, das kann dir der Typ von gestern von Scoop TV erklären, hier, dieser Physiktyp. Das ist mit, klar, das ist ja Glasfaser, ist ja Lichtgeschwindigkeit. 333.000 km/h, so ist das hier. Ja, gut. So wie ich. Willst du noch jemanden grüßen, Can? Ja, den Mauro zockt. Okay. Leon. Ja? Hast du noch was zu sagen? Nee, eigentlich gar nicht. Okay, das sind mir die Liebsten. Kevin. Ja. Ich habe mich lieb, Kevin, das wollte ich sagen. Oh, danke schön. So, und jetzt Delil. Kaffee Rose. Oder Rose Kaffee? Auf jeden Fall. Ja, was habe ich noch zu sagen? Ich finde es auf jeden Fall geil, dass wir wieder dabei sein durften. Ich finde das immer geil, mit dir zu skypen. Und hätte auch gedacht, dass es das ein bisschen länger dauert bis zum nächsten Mal. Man hört dich gerade also, doppelt. Wieder, ja, man hört mich gerade doppelt. Kevin, kannst du deine Visite woanders hin? Danke, mein Hasi. Und auf jeden Fall hoffe ich, dass ich, was ich allerdings nicht glaube, dass ich beim nächsten Mal talken da wieder dabei bin. War auf jeden Fall geil. Und ja, meine lieben Freunde, ein Satz mit der Inderin. Der Inder in der Inderin. Und ja. Auf jeden Fall, das war auf jeden Fall geil. Das war eine Überraschung. In der Schokolade, 47 Riegel. Warte, noch eine Frage. Kommt der Livestream auf YouTube? Ja, ich werde ihn runterladen und bei YouTube auch natürlich online stellen. Das finde ich geil, dann mache ich den. Korrekt, Alter, das ist cool. Ich war noch nicht fertig, Leon, nein. Auf jeden Fall, Gameblamer, danke, dass ich mal wieder dabei sein durfte und immer wieder gern. Ich hab dich richtig gern, Alter, das weißt du. Und auf jeden Fall danke und ja, Mann, ich liebe dich einfach. Gamer, du bist der beste YouTuber. Julian Weise schreibt dir, du musst wieder mitmachen. Danke, Julian. Ja, du auch. Ja, und. Ja. Gamer ist echt der Beste. Ist echt der süßeste, der Beste. Macht ja auch mit euch Spaß. Ne? Wie gesagt, ich schreibe es dann auf die Facebook-Seite und wer will, kann ja dann sowieso wieder reinkommen. Ja. Und aber darf ich nächstes Mal vielleicht wieder dabei sein? Ja, das werden wir ja natürlich dann sehen. Aber vielleicht machen wir tatsächlich mal so Themennächte, wo wir sagen, so, okay, das ist jetzt das Thema und darüber reden wir. Das wäre natürlich das ganz cool. Und außerdem, ich wollte nochmal für. Wenn mein Strike abgelaufen ist von Nintendo, dann mache ich auch mal Hangouts und dann können wir sowas natürlich noch mit gegenseitiger Sichtung machen. Das wäre geil. Auf jeden Fall, dann komme ich jetzt auch langsam zum Ende. Ich danke auch allen, die zugeschaut haben, so lange auch an meinen Zuschauern, also von Deadliest World halt, ne? Abonniert den Gameblamer, das ist der geil, ohne Scheiß. Es gibt nur einen YouTuber, den ich geil finde, das ist der Gameblamer. Du bist der Geilste. Ja.
Gamblemar ist der beste, süßeste von allen. Und abonniert okay, Deadliest World. Ja, ich hab das gehört. Oh, wie süß. Und ich zappel die ganze Zeit schon hier vor der Kamera so rum, weil ich wirklich so dringend pissen muss. Ja, ja ich aus. Digga, geh pissen, du Scheiß. Wir sind jetzt offline, meine lieben Freunde. Haut da rein. Okay. TB, bester Mann. Auch rein. Danke, dass ihr da wart. Ja. Ciao. Und Penis. In der. Oh, ja. Meine Lieben, jetzt ist Skype raus und jetzt muss ich auch ganz dringend gehen. Ich muss noch hier noch auf Broadcast unterbrechen. Tschüss, Leute. Danke, dass ihr zugeschaut habt.